Ladies and Gentlemen, willkommen zu Let's Play Solarstar Crown of the Magister. Wir werden in diesem Video die erste Stunde Gameplay des Spiels anschauen und sehr im Detail die Erschaffung bzw. Background von diesem Spiel anschauen. Wie erschafft man einen Charakter? Was ist dabei zu beachten? Und danach, wie spielt sich dieses Spiel? Solarstar ist ungefähr schon im Early Access wie Baldur's Gate 3 Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres rausgekommen. Und kurz vorm Release, also es ist noch im Early Access, soll aber bald in ein paar Wochen soll es final werden. Und mich würde es interessieren, ob ihr ein Interesse daran habt, ob ich dann ein Let's Play dazu mache. Ein vollständiges Let's Play, um die Kampagne des Spiels durchzuspielen. Schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir bitte Feedback. Ich wäre euch sehr zu Dank verpflichtet. So, aber legen wir los. Erstmal, wenn wir bei Solarstar mal uns anschauen, von Early Access Titel, der die D&D-Regelwerk oder die Lizenz von Wizards of the Coast hat, das D&D-Regelwerk zu benutzen, müssen wir uns doch auch mal anschauen, was bietet uns das Spiel. Also erstmal Ton. Logische Sache. Ton gibt es hier. Dann Grafik. Natürlich. Ultra gut. Es gibt sehr viele, also für einen eher, ja, Indie-Entwickler, würde ich mal sagen. Also die Tactical Adventures war mir jetzt davor nicht bekannt. Es ist schon mal diese Einstellungsmöglichkeiten, die man hier hat, generell. Ihr seht's, im Spiel könnt ihr nahezu alles einstellen. Bei der GUI könnt ihr ein paar Sachen einstellen. Zum Beispiel 24-Stunden-Format. Wow. Halt! Würfel! Es gibt verschiedenste Würfel. Wer von euch Pen and Paper liegt, der wird auch Würfel lieben. Und, oder zumindest sie gewohnt sein. Und es gibt verschiedenste Designs von Würfeln. Auch ziemlich cool. Ja. Und auch mit der Tastatur gibt es verschiedene Steuerungsoptionen, die man ändern könnte. Also, ziemlich umfänglich, die Einstellungsmöglichkeiten schon mal von Solarstar. Aber naja. Prinzipiell, Solarstar vielleicht auch kurz mal erzählt, worum geht's denn in diesem Spiel? Prinzipiell ist Solarstar eine Mischung aus XCOM und Baldur's Gate, würde ich sagen. Also, wir haben zwar das D&D-Regelwerk, aber soweit ich gelesen habe, ist es mehr so, dass der Kampf im Fokus liegt oder das Abenteuer, die Action sozusagen. Die Story ist nicht so sehr im Fokus bei diesem Spiel. Und man sieht es auch hier. Wir haben ein Abenteuer jetzt schon im Early Access. Das kann man von Stufe 1 bis 10 durchspielen prinzipiell. Ungefähr 10 Stunden soll das dauern. Dann hat man es so ungefähr durch. Ist halt ein gewisses Abenteuer, ein größerer Auftrag, den man erledigen soll, mit ein paar Herausforderungen, ein paar Orten zu erkunden und zu looten, so in etwa. Aber später soll es auch noch weitere Kampagnen geben. Es gibt den Dungeon Editor, wodurch auch eigene Spielerinhalte erzeugt werden können, was auch ziemlich cool ist. Und so weiter und so fort. Also, die Entwickler haben auch schon angegeben, dass es in Zukunft auch mehrere Kampagnen geben wird. Ob jetzt kostenlos oder als DLC, weiß ich jetzt nicht, aber schon mal vielversprechend. Und ja, durch den Dungeon Editor, durch das es schon so aufgebaut ist, dass da mehr kommen wird und auch durch die ganzen anderen Dinge, wie zum Beispiel die Charaktere, die man da so auswählen kann, bietet das Spiel wirklich viel, viel D&D oder ja, D&D-artiges Erlebnis, ein D&D-artiges Erlebnis. Also wer auf Pen and Paper oder Rollenspiele mag, der wird dieses Spiel lieben. Ja, ich habe schon mal kurz angetestet, dass alles klappt, passt wunderbar. Und was jetzt noch interessant wäre allerdings, ist Charaktere. Jaja, weil ihr habt es gerade gesehen, für diese Kampagne müsste man 4 Charaktere auswählen. Ich habe tatsächlich schon 4 Charaktere meinen Wünschen entsprechend angepasst und auch entwickelt. Vorgeneriert, erschaffen. Aber wenn man das Spiel ganz normal installiert, hat man schon 6 zur Auswahl. Die kann man auch nicht löschen, während ich meine persönlich erstellten löschen könnte. Die vorgenerierten bleiben. Die sind halt so Standardklassen, die man, wenn man keinen Bock auf groß Charaktererstellung hat, nimmt man einfach von denen welche und los geht's. Das ist an diese Spieler gerichtet, die sich weniger mit den Charaktererschaffungen beschäftigen möchten. Wir hingegen, damit ihr es auch mal gesehen habt, werden nun mal einen Charakter selbst nochmal erstellen. Einfach um zu sehen, was für unglaubliche Möglichkeiten existieren. Obwohl, wohlgesagt, der Umfang eingeschränkt ist. Also es ist nicht das hundertprozentige. Es sind nicht alle Klassen, es sind nicht alle Rassen. Es ist
nur eingeschränkt alles verfügbar, weil es eben ein Indie-Entwicklung ist. Trotzdem ist es sehr, sehr präzise und sehr gut gemacht. Schauen wir es uns einfach mal gemeinsam an. So, wenn wir auf neuen Charakter setzen. Erstmal vorneweg, ihr habt gerade die Melodie schon gehört, jetzt hört ihr eine neue Melodie, genießt sie. Ich finde die Hintergrundmusik in diesem Spiel sehr gut gemacht, also die ist sehr angenehm, ich finde sie super. Ich glaube, ich muss mir den Soundtrack auch noch holen. Ja, tatsächlich. Aber zurück zum Spiel. Genug geschwärmt. Herkunft. Wir sehen hier unten Herkunft, Klasse, Hintergrund, Attributswerte, Übung und Identität. Das sind die Sachen, die wir bei einem Charakter entscheiden müssen. Herkunft ist erstmal das Wichtigste. Oder eines der wichtigen Sachen. Was wollen wir spielen? Wir haben Mensch, Halbelf, Zwerge, Elfen und Halblinge. Wobei man dazu sagen muss, ihr seht es hier schon, bei denen gibt es Besonderheiten. Man kann nämlich auswählen zwischen Schneezwerg oder Hügelzwerg. Also es gibt noch ein paar Unterrassen, würde ich sagen. Also nicht Unterrassen im negativen Sinn, sondern einfach, man hat eine Hauptrasse Zwerg und dann gibt es halt noch Unterkategorien oder sowas. Oder Unterherkünfte. Also einfach weitere Details, die man da auswählen kann. Ist auch ganz wichtig, also ja, relativ wichtig, was man da auswählt, weil jede Rasse gibt natürlich auch gewisse Boni. Hier zum Beispiel ein Zwerg, kleine Kreatur in Anführungsstrichen, 5 Bewegungswürfe oder ist einfach 5 Einheiten. Halbelf ist schon mal größer, 6, Mensch 6, der Elf kann sich gar nicht bewegen, wie es aussieht, doch da Bewegung 6 und der Halbling auch 5. Also die zwei sind die eher langsamen, die brauchen ein bisschen länger, bis sie im Kampf sind. Die anderen haben einen Bewegungsmove mehr als die anderen. Sieht man auch hier. Genauso, was auch das als erstes oder am wichtigsten ändert, ist hier die Boni, die es auf die Attribute gibt. Ihr seht, je nachdem, was wir nehmen, auch bei den Unterklassen, unterscheiden sich dann die Boni auf diesen Sachen. Der Hochelf hat eher Geschicklichkeit, der Halbelf eher Charisma, der Zwerg eher Konstitution, da auch Geschicklichkeit und der Mensch ist irgendwie so ein Allrounder in allem. Prinzipiell. Das ist auch so eine Besonderheit tatsächlich von ihm. Er ist Allrounder, kriegt auf alles plus 1, kann Gemeinsprache, Elfisch und eine Sprache deine Wahl. Also die kann man dann noch auswählen tatsächlich. Und bei den anderen Stammen oder gibt es halt eben andere Besonderheiten. Zum Beispiel Vorteile gegen Gift und Giftschaden. Geübt mit besonderen Waffen und so weiter. Und dann noch die Abstammungsmerkmale noch ein bisschen. Ah, Abstammung, da wird es so genannt. Ah, perfekt. Abstammung. Ja, hier habe ich ja was anderes für Unterrasse. Sehr gut. Abstammung. Genau. Hier sieht man, Schneezwerg hat ein paar besondere Fähigkeiten. Der Hügelzwerg, manche sind gleich, manche sind anders. Hier das Schneezwerg zum Beispiel kriegt die schneezwergische Ausdauer extra. Während der Hügelzwerg extra Trefferpunkte, glaube ich, bekam. Genau, und er hat Geschicklichkeit eher den Fokus, er hat Weisheit den Fokus. Man kann da ein bisschen schon auswählen, was man haben möchte. Vielleicht kommt da, also hier wäre ja noch Platz für eine weitere Herkunft. Vielleicht kommt ja auch später noch mehr dazu. Also zum Beispiel Orks oder sowas, Halborg. Ja, sowas in der Art. Aber prinzipiell, das ist schon eine gute Auswahl. Meistens nehme ich sowieso eher so Halbelf. Aber wir wollen einfach mal wir machen mal einen Menschen. Einfach mal, um es zu zeigen. Wir können ja schon auswählen, wir können es auch später nochmal ändern, weiblich oder männlich. Wir nehmen einfach einen weiblichen Menschen, prinzipiell. Ja. Und legen los. So, jetzt haben wir die Rasse gewählt. Beziehungsweise die Herkunft haben wir gewählt. Jetzt als nächstes die Wahl der Klasse. Durch unsere Herkunft können wir uns 6 bewegen, oder 6 Moves bewegen. 6 Würfel, keine Ahnung. Normalerweise sind es, glaube ich, ein Zwerg kann sich 6 Meter bewegen, während ein Mensch sich 7,5 Meter bewegen kann im Pen and Paper. Aber irrelevant. Hauptsache es ist mehr. Die haben jetzt schon plus 1 auf alle Fähigkeiten, beziehungsweise Attributswerte noch bekommen. Gut. Jetzt können wir zwischen 6 Klassen auswählen. Normalerweise im richtigen Pen and Paper, im richtigen kompletten Regelwerk, da hat man noch deutlich mehr Klassen zur Auswahl. Man hat ja zum Beispiel den Barbar noch, man hat den Mönch noch, man hat den Hexenmeister, man hat den was haben wir noch? Kleriker. Druiden haben wir noch prinzipiell. Die hätte man noch alle prinzipiell auch zur Auswahl.
Und auch noch Klassenmischungen. Also man könnte einen Kämpfer-Kleriker machen oder, was ja fast ein Paladin ist, oder einen Schurke-Magier mischen, damit man Schurke mit magischen Fähigkeiten ist. Ja, das konnte man früher alles machen. Jetzt ist es ein wenig anders immer. D&D 5-Regelwerk. Aber das werden wir alles selbst ergründen. So, wenn ich jetzt hier eines anklicke, muss man dazu sagen, Kleriker an sich ist nicht allein Kleriker. Das heißt nicht, wenn ich jetzt Kleriker bin, dann bin ich auf diese Rolle fixiert. Nein, es gibt dann auch noch Abstufungen sozusagen. Auf Stufe 1 kann ich schon auswählen, ja, ich bin zwar Kleriker, aber ich kann noch ein paar Besonderheiten. Da zum Beispiel Elementar Feuer, da kriege ich ein paar Besonderheiten in Richtung Feuer. Ich kriege besondere Zauber, die eigentlich eher Magierzauber sind, die der Feuermagier eher nutzt. Oder Kampfkleriker ist eine sehr mächtige Klasse mittlerweile geworden. Sehr mächtiger Archetyp in diesem Spiel, in diesem D&D 5-Universum. Der Kampfkleriker ist echt gut geworden. Der kann einige super Sachen machen und auch ist super nützlich. Aber Leben wird man stärker in Heilungs, zum Beispiel hier, da kriegt man, dann kann man mehr Leben verteilen und sowas. Richtig. Also man kann hier noch ein bisschen verbessern. Also der Kleriker an sich ist noch nicht fix, man kann da noch dran feilen. Genauso beim Kämpfer. Sieht man da Kämpferarchetypen. Man kann zum Champion werden, zum Kampfmagus, wenn man ein bisschen Magie mitwirken will. Zum Bergsteiger, der wahrscheinlich sehr robust ist, gehe ich mal davon aus. Oder beim Magier wird es wahrscheinlich andere Schulen geben. Schockarkanist, Geschichtsmeister oder Naturmagier. Alle haben sie halt ein paar Ausprägungen sozusagen. Die Grundklasse ist die gleiche, die Ausprägungen sind besondere. Und ihr seht auch, wenn man hier so durchswitcht, hier, sie sind alle in bestimmten Rettungswürfen geübt. Das bedeutet, sie kriegen normalerweise, also ungeübt kriegt man keinen Bonus, geübt kriegt man schon mal +2, kriegt man einen kleinen Bonus. Danach kann man auf Experte aufsteigen in diesen Rettungswürfen. Danach kann man noch weiter aufsteigen, prinzipiell. Also man kann immer weiter aufsteigen in diesen Wertigkeiten. Es geht von ungeübt, geübt, Experte, Meister und ich glaube Legende ist das Letzte. Also das Höchste, dann ist man wirklich legendär in seiner Fähigkeit. Aber die kriegen zum Beispiel eine Übung in bestimmten Rettungswürfen, passend zu ihren Klassen. Also dass der Magier nicht in Stärke geübt ist oder in den Rettungswürfen, die Stärke basiert sind, ist logisch irgendwie. Beim Kämpfer ist es logisch, dass er vielleicht nicht unbedingt auf Intelligenz oder Weisheit der Beste ist. Dann haben sie normalerweise Rüstungen, ein paar besondere Fähigkeiten und man kriegt auch bestimmte Fertigkeiten an sich. Also man kann auch später noch customizen, dass man ein paar extra Fähigkeiten haben will in einem bestimmten Pool. Man kriegt noch zusätzliche, vielleicht besondere Fähigkeiten oder Sachen. Hier sieht man es auch, hier unterschiedliche Fähigkeiten gleich zu Beginn. Magier und... Was ich gerne jetzt mit euch erstellen möchte, ist ein Schurke, einfach mal so. Wir haben hier Rettungswürfe in Geschicklichkeit und Intelligenz. Das sind meistens so Willenswürfe und Reflexwürfe. Heißt, wenn wir in eine Falle doch mal reintreten, dann sind wir gut geschickt genug, um den Konsequenzen zu entfliehen. Also schneller zur Seite zu springen oder sowas. Und Intelligenz, wir können auch komplexere Mechanismen analysieren und damit umgehen, so in etwa. Sowas in der Art. Also das ist Geschicklichkeit und Intelligenz bei ihr. So, leichte Rüstungen macht Sinn. Während ein Kämpfer wahrscheinlich alles an Rüstungen kann, ist beim Schurken leichte Rüstung. Magier wahrscheinlich gar keine Rüstung. Genau. Leichte Rüstung, schöne Lederwams oder sowas, dann ist man sneaky unterwegs und macht auch keinen Lärm. Einfache Waffen sind beim Schurken an der Tagesordnung. Plus zusätzlich Langschwert, Rapier. Kurzschwert ist früher immer eine einfache Waffe gewesen, aber es wird dann nochmal extra erwähnt. Also eher so, ja, was man halt beim Schurken so erwartet. So Messerstecherei und Abstechenwaffen. Das sind eher diese Waffen des Schurken. Dann hat er noch extra Diebeswerkzeug, so Dietriche und andere Kleinigkeiten, um Fallen zu entschärfen oder Schlösser zu knacken. Und man kann aus 4 dieser Fähigkeiten noch weitere auswählen, indem man geübt werden möchte. Also man hat schon ein paar, in denen man geübt ist, aber in 4 weiteren kann man auch noch geübt sein. Das kann man dann customizen, wo man das möchte. Man ist ausgebildet im Schmiede, bei Pfeile und Bolzen kann ich machen damit. Macht Sinn, wenn ich einen Fernkämpfer mache. Und ich darf sogar in 2 Fertigkeiten oder Werkzeugen Experte werden. Also schon von geübt auf Experte.
und bei Schurken noch besonders, wenn ich jemanden hier, wenn jemand mich nicht bemerkt und ich ihn angreife, kriege ich einen hinterhältigen Angriff. Heißt, mein Angriff wird um, in dem Fall, 1W6, ein Würfel der Stärke 6, also wie im Mensch ärgere ich nicht, so ein Sechser, so ein Standard-Sechser-Würfel, wird mein Schaden erhöht. Und das erhöht sich sogar auf allen zwei Stufen noch weiter um nochmal einen solchen Würfel. Heißt, auf Stufe 9, was Stufe 10 ist ja das Maximum-Level in diesem Spiel, Stufe 9 würde bedeuten, dann hätte ich 5W6 zusätzlich bei einem Angriff, wo der Gegner mich nicht bemerkt hat oder ich ihn auf einem falschen Fuß erwischt habe. Zum Beispiel flankieren oder direkt aus dem Rücken heraus, aus dem Schatten heraus, wenn ich schleichend war, dann mache ich 5W6, also 5 bis 30 Schaden mehr. Allein, weil ich ihn ordentlich erwischt habe. Was ziemlich mächtig sein kann. Durchaus. Besonders, wenn man Schleichfähigkeiten so trainiert, dass man nahezu dauerhaft im Schatten unterwegs ist. So, was aber cool ist, hier unten sieht man noch ein bisschen Text, was so einen Schurken ausmacht. Aber richtig cool ist die Klassenausrüstung. In der Klassenausrüstung prinzipiell, da kann man auch noch ein bisschen customizen, mit was möchte man starten. Wir haben hier ein Rapier, kann man auch anschauen. Das macht einen, hier sieht es ein bisschen anders aus, das ist ein Würfelsymbol 8, also ein W8 prinzipiell. Und das andere Symbol danach ist Stichschaden, also 1W8 Stichschaden, macht das Rapier. Ah, ist sogar eine Kriegswaffe. Ah, Kutschwert ist auch mittlerweile eine Kriegswaffe. Okay, gut. Macht 1W6 plus, also ich könnte mir aussuchen, anstatt Kurzbogen und Rapier möchte ich zwei Kurzschwerter, also so Legolas-Style. Aber Rapier und Kurzbogen hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Dann habe ich eine Einbrecherausrüstung, ich könnte eine Entdeckerausrüstung auch noch nehmen. Wenn ich Alt gedrückt halte, dann sieht man ein bisschen mehr Text, aber jetzt großartig noch nicht. Mal schauen, ob es in der Vollversion dann sich ändert, um da ein bisschen umfänglicher alles dort steht. Aber im Moment sieht es doch auch schon gut aus. So, das wäre die Ausrüstung. Die passt auch alles, oder? Moment, will ich lieber ein Kurzschwert? Nein. Rapier ist stärker. Das passt. So, genau. Schurke nehmen wir. Schurke Archetypen, er könnte später zu einem Dieb werden, wodurch er flinke Finger und Kletteraffe bekommt. Er könnte zum Dunkelweber werden, wo er sozusagen, ja, ein bisschen wie ein Tier im Schatten rumkleucht und die Leute in die Falle laufen lässt und dann mit Gift zu besiegen. Oder man kriegt ein bisschen magische Tricks noch dazu, um ein bisschen Magie auch zu wirken aus den Schatten heraus. Das sind aber Sachen, das sieht man hier auch, während beim Kleriker das schon auf Stufe 1 verfügbar ist, ist es bei ihm und tatsächlich auch bei vielen anderen Klassen eher so bei Stufe 3 dann die Wahl zwischen einer Spezialisierung. Wahrscheinlich um sich am Anfang eher auf das Grundprinzip der Klasse zu konzentrieren. So, Schurke. Wir haben jetzt die Herkunft, wir haben jetzt die Klasse. Das hat schon ewig gedauert. Also ihr könnt auch viel lesen hier drin, was auch... Das müsst ihr lieben bei so einem Spiel, was auf Pen and Paper basiert, weil Pen and Paper ist viel, viel Kontext, viel Information, viel Text, viel Wissen sozusagen. Und das kann man hier alles aufsaugen. Man kann so richtig rein einsteigen hier in die ganze Welt. So, und ja, wir haben 8 verschiedene Hintergründe. Früher war Hintergrund nicht so wichtig, würde ich sagen, nicht so entscheidend. In diesem Spiel ist es schon ziemlich interessant, was für einen Hintergrund man wählt. Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt Straßenkind nehmen für einen Schurken. Macht auch vollkommen Sinn. Aber wir haben jetzt noch Akademiker. Und ihr seht schon, da hat sich vieles verändert. Also der komplette obere Teil hier verändert sich auf einmal. Es gibt verschiedene andere Fähigkeiten, beziehungsweise geübt ist man in verschiedenen anderen Fähigkeiten. Es gibt vielleicht auch zusätzliche Sprachen und sonstige Besonderheiten gibt es hier auch. Dann gibt es noch extra Ausrüstung, die man hier haben kann. Der Tempeldiener hat hier das alles. Der Gesetzeshüter hier das. Adelige. Der Adelige hat natürlich am meisten Geld, so wie es sein muss. Oder hat der Spion mehr? Na, dem Spion hätte ich auch mehr. Einfaches Gift, die Herstellung. Also Spion ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber ich finde Straßenkind ganz nett. Ist auch ziemlich übersichtlich von den Fähigkeiten her. Der hat halt nicht viel, aber ist in ziemlich nützlichen Sachen geübt. Fingerfertigkeit, Heimlichkeit und Täuschen. Wenn ich Powerplayer wäre, wäre ich wahrscheinlich eher der Spion. Aber das da ist doch auch ganz nett. So, das ist das eine. Anhand dieses Hintergrundes, Straßenkind,
können wir auch unsere Charakterzüge ein bisschen verändern. Also ursprünglich haben wir die Umgangssprache, wenn wir hier gehen, wir sind da förmlich, also da, wir können besser reden auf jeden Fall. Zwanglos, gibt es auch mal einen, wo zwanglos was anderes? Nee, überall ist immer zwanglos. Ist sozusagen neutral noch in der Welt. Umgangssprache. Auf der Straße habe ich halt nicht sprechen, also ich hatte keinen Deutschunterricht, deswegen kann ich die Umgangssprache, sonst aber nichts. Hat gewisse Auswirkungen auf tatsächlich die Dialoge, so wie das, was ich hier auch auswähle. Also angeblich, wenn ich es richtig gelesen habe, soll im Spiel, je nachdem wie man seinen Charakter gestaltet, dann später auch der Charakter sich geben. Also wenn ich einen egoistischen Charakter mache jetzt, dann wird er wahrscheinlich auch im Spiel dann später in Dialogen eher so auf sich fokussiert sein und auf seine Gruppe fokussiert sein, anstatt auf die anderen. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Mechanik. Das bedeutet, dass ihr auch später mal, ihr startet mit einer guten Truppe und später mit einer bösen Truppe und dann spielt sich's ein bisschen anders. Da werden ein paar andere Antworten, ein paar andere Ereignisse vielleicht passieren. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ach ja, schon mal vorgemerkt. Die Dialoge in diesem Spiel sind bisher alle vertont und untertitelt. Allerdings, der Untertitel ist in Deutsch, aber die Vertonung in Deutsch. Englisch meine ich natürlich. Aber wie schon vorhin erwähnt, die Geschichte ist in diesem Spiel nicht so der Fokus, nämlich eher so das XCOM-artige Kampfsystem. Oder Kämpfen generell. Action. So, Straßenkind. Was würden wir einem Straßenkind für Eigenschaften zumuten. Vorsichtig. Vorsichtig stelle ich mir schon mal vor, als Straßenkind muss man aufpassen, nicht von der Wache erwischt zu werden. Und da man gut überleben möchte und gut verdienen möchte, eine gewisse Gier. Ja, wenn, dann möchte man auch auskosten, die Freiheit so etwa. So, das ist allein der Hintergrund. Jetzt käme aber noch die Gesinnung hinzu. Hier ist aktuell ganz neutral eingestellt. Aber es gibt auch noch mehr. Neutral gut, rechtschaffen neutral, rechtschaffen böse, neutral böse, chaotisch neutral, chaotisch gut und neutral gut. Wobei, das habe ich schon gesagt. Neutral, rechtschaffend und chaotisch symbolisieren eher, wie man zu Recht und Regeln steht. Also ein rechtschaffender Charakter, der hält sich an die Regeln, der hält sich ans Recht. Ein neutraler Charakter, der entscheidet halt intuitiv, situationsbedacht und chaotischer, der möchte eher dagegen ankämpfen. Also der geht gegen Recht und Gesetz vor, so in etwa. Heißt zwar nicht, dass ein chaotisch Guter jetzt unbedingt das Recht bricht, aber wenn jetzt zum Beispiel in einem Land das Gesetz sagt, hier Sklaven dürfen misshandelt werden, dann kann der immer noch durch seine gute Art was dagegen haben und dagegen vorgehen. Auch wenn das Recht das sagen würde. Ein rechtschaffend guter Charakter, der würde es zwar missbilligen, aber wahrscheinlich nicht unbedingt eingreifen, weil es ja das gängige Gesetz ist. Und neutral guter, der würde dann abwägen. Vor- und Nachteile so in etwa und sich für eine Seite entscheiden. Bei Neutralen, die würden dann in der Situation mit den Sklaven vielleicht, beim Rechtschaffenden, er hält sich dran, könnte sogar sich vorstellen, die Sklaven zu nutzen, genauso der Neutrale, ihm ist es Latte, sowohl gut wie auch böse, chaotisch genauso. Und bei Böse, da hat man gleich 10 Sklaven gekauft und sowas und nutzt sie zu seinen eigenen Nutzen. Als rechtschaffend Böser würde man zum Beispiel rechtschaffend Böser ist zum Beispiel ein Tyrann. Ein Tyrann ist rechtschaffen böse. Der hat seine eigenen Gesetze und drückt sie mit aller Gewalt durch, aber er hat eben ein Konstrukt, während ein chaotisch böser eher so ein Vernichter ist. Egal, wer ihm komisch kommt, gleich alles vernichten. Dagegen vorgehen, sowas in der Art. Wir machen für unseren Charakter, würde ich sagen, chaotisch gut, das hat mir eigentlich ganz... Wobei, chaotisch gut, das hat mir ganz gut gefallen. Chaotisch bietet immer Egoismus und Zynismus mit. Und gut gibt Güte, Altruismus, Vorsicht und Pragmatismus gibt es bei neutral und Gier und Gewalt gibt es bei böse.
Ah, wobei, dadurch, dass ich schon Gier genommen habe, mach mal chaotisch neutral. Wir sind so ein Freigeist, wir lieben die Freiheit, scheiß aufs Gesetz. Wir wollen das, worauf wir Bock haben, sowas in der Art. Wir sind Straßenkind, wir haben es verdient, unser Leben so zu leben, wie wir wollen. So ist die Einstellung, deswegen sind wir auch recht egoistisch geworden, also wir, unsere Ziele. Und tatsächlich, wir haben auch einen gewissen Zynismus entwickelt, weil die Gesellschaft, wir können an der Gesellschaft nichts ändern und das frustriert uns, dadurch reagieren wir mit entsprechendem Zynismus. So, und hier sieht man auch, da hat man auch die ganzen Persönlichkeitseinstellungen jetzt, Moment, Egoismus, Gier ist verschwunden. Zumindest nicht mehr das ist interessant. Das finde ich auch interessant. Abbrechen. Ja, genau. Und tatsächlich, je nachdem ich es jetzt ausgewählt habe, wird sie dann später in den ganzen Dialogen auch handeln. Ganz cool eigentlich. So. Oh, schön. Nice. So, als nächstes die Attribute. Die können wir auch. Normalerweise kann man sie auswürfeln. Wir können eine Standardverteilung anwenden. Dann haben wir halt eine Standardverteilung. Die ist aber meistens nicht so toll, finde ich. Soll die Standardverteilung sein, als wenn man normal würfeln würde, aber ich finde sie nicht so toll. Eine Alternative, wenn man keinen Bock auf Würfeln hat, ist Punkte kaufen. Das sogar mit freier Bearbeitung bedeutet, man kann alles overpowern, aber das macht keinen Spaß eigentlich. Vielleicht. Normalerweise hat dann bei diesem System hat man 27 Punkte. Die ersten bis 14 kosten einen Punkt. Glaube ich, oder doch? Ja, ein Punkt. Danach kostet es 2 Punkte und das geht jetzt hier zwar nicht mehr, aber nach 16 würde es 3 Punkte geben. Und so könnte man frei verteilen, wie man denn seine Stats so ungefähr haben möchte. Ist ganz nett, wenn man auf dieses Random keinen Bock hat oder nicht die Möglichkeiten hat, wie hier in dem Spiel. Einfach erneut würfeln. Das kenne ich schon von Baldur's Gate 2. Ach, da saß ich tatsächlich teilweise vor dem Let's Play von Baldur's Gate 2 habe ich, glaube ich, bestimmt eine halbe Stunde mindestens allein jetzt immer rerollen in investiert. Weil, ja, man probiert es halt immer wieder. Das ist zwar eigentlich auch Cheaten, da kann ich ja fast schon genauso die Punkte kaufen und die einfach frei machen. Aber irgendwie hat es doch einen Reiz. Man macht so auf Glück. Komm, ein bisschen bessere Werte geht noch. Ah, komm, keine 10er-Werte und sowas. Und so weiter und so fort. Komm schon. Und so weiter und so fort. Ja, das ist ein super Wurf. Ja? Das ist auf jeden Fall. Erinnert euch noch an die Standardverteilung. Ein Witz ist die dagegen. Genau. Und jetzt kann man diese Würfel nehmen und sie in diese Felder zuweisen. Und dementsprechend seine wirklichen Werte bestimmen. Wohlgemerkt, wir kriegen plus 1 dadurch, dass wir Mensch sind, auf alles. Die anderen hätten ja auf andere irgendwie Pluses oder normalerweise Plusse bekommen. Genau. Hier wird auch angegeben, als Schurke sind deine wichtigsten Attributswerte Geschicklichkeit, Konstitution und Intelligenz. Geschicklichkeit, weil wir dann mit Bogen und mit Geschicklichkeitswaffen wie Rapier oder anderen Stichwaffen meistens dann Boni darauf bekommen. Konstitution, damit wir halt ein bisschen Leben haben und ein bisschen was aushalten. Und Intelligenz, weil wir viele Fertigkeiten dadurch bekommen und auch zum Beispiel bei komplexen Systemen oder komplexen Mechanismen dann klüger sind und besser die entschlüsseln können oder Schlösser knacken und sowas können. Sowas ist dann die Intelligenz gut. Sie ist nicht fürs Zaubern da, aber für solche Tätigkeiten. So, Geschicklichkeit, Main. Ja, gut. Ist eine leichte Auswahl, würde ich sagen. Geschicklichkeit, Main. Der Rest, die anderen zwei kriegen das. Dann würde ich in Stärke gut investieren, in Charisma gut investieren. Wobei. Ja, doch. Charisma gut investieren und in Weisheit gut. Also, das ist eine hervorragende Charakterin hier. Kann man spielen, würde ich sagen. Also sowas in D&D, in Pen and Paper, wenn das mein Spielleiter erlauben würde, das würde ich mir gönnen. Aber keine Panik. Man könnte auch, selbst bei schlechteren Würfen, könnte man später auch noch diese steigern. Mit jeder vierten Stufe kann man zum Beispiel Attribut weiter steigern. Was auch nicht schlecht ist. So, Super Stats. Aber jetzt wird es erstmal erschlagen, weil jetzt kommt die Übungen. Wir sind schon prinzipiell durch unsere ganzen Entscheidungen, durch Schurke, durch Mensch, durch besondere Stats hier in verschiedenen Sachen geübt.
Durch Schurke sind wir zum Beispiel in Fertigkeit und Heimlichkeit, glaube ich, schon geübt. Und Schmiedewerkzeug und Diebeswerkzeug. Durch unsere Herkunft, also das ist schon voreingestellt durch unsere Sachen. Auch Täuschung und so und ja, sonst. Intelligenz, Geschicklichkeit sind noch in unsere besseren Sachen. Da sind wir schon mal geübt, das ist schon mal vorgegeben. Aber wir haben jetzt ja nochmal die Möglichkeit. Es stand ja auch vorne am Anfang, dass wir das noch zur Auswahl haben. Wir dürfen jetzt in diesen verschiedenen Attributen, hier ist es auch hervorgehoben, welchen, noch auf geübt kommen. Ungeübt bedeutet, wir kriegen keinen weiteren Boni außer unsere Attributsboni. Also Arkane Kunde geht auf Intelligenz. Da haben wir plus 3 dadurch, dass wir intelligent sind. Aber mehr nicht. Wenn wir jetzt geübt sind, das würde ich zum Beispiel in Akrobatik machen. Also Akrobatik ist, um über eine Schlucht rüber zu springen oder Sachen auszuweichen. Hier Indie-mäßig hier dem rollenden Fels auszuweichen. Oder noch besser, ihr lauft über eine Falle und die löst gerade aus. Ja, jetzt sagt euer Spielleiter, würfelt auf 15 oder eine Geschicklichkeitsprobe auf 15 auf Akrobatik. Ja, das bedeutet, ihr müsst mit eurem Wurf 15 erreichen. Im normalen Fall habt ihr ein W20, heißt 1 bis 20 Möglichkeiten. Ab 15 ist dann gut, drunter ist dann schlecht. Also ihr tretet in die Falle, wäre unter 15, drüber wäre, ihr weicht der Falle vielleicht aus. Oder ihr verringert die Wirkung der Falle, indem ihr noch rechtzeitig ausweichen könnt, aber kriegt halt ein paar Schrammen ab. Ja, Akrobatik, wenn darauf gewürfelt wird und ihr habt da einen Pluswert, dann wird es auf euren Wurf draufgezählt. Heißt, ihr habt jetzt eine 1W20, würfelt eine 10. Im Normalfall wäre das schlecht. Also 10 würde unter der 15 sein, die gefordert ist. Wenn ihr jetzt Akrobatik 4 habt, wie hier, weil ich Geschicklichkeit 4 habe, dann würde ich bei 14 immer noch drüber kommen. Aber wenn ich jetzt auch noch nicht mehr ungeübt in dem Talent bin, sondern geübt, also klick, jetzt bin ich geübt, später kann ich auch noch Experte, Meister und Legende werden, dann habe ich plus 6 und dann würde ich mit meinem 10er-Wurf auf 16 kommen, was dann reicht, um es zu bestehen. Akrobatik nehme ich auch tatsächlich. Ich würde dann, ja, die Namen sind normalerweise, was es auch macht. Man kann hier ein bisschen nachschauen, was genau es macht. Aber ihr seht schon, wir sind eigentlich generell ganz gut. Aber ich nehme Wahrnehmung, stelle ich mir wichtig vor. Überzeugen stelle ich mir nützlich vor. Motiv erkennen könnte ich mir auch gut vorstellen. So, und jetzt können wir auch noch 2 Talente auswählen, wo wir Experte werden. Oder Werkzeuge. Also dort unten das Diebeswerkzeug, da sind wir geübt. Wir können auch Experte darin werden. Und das mache ich auch. Ich möchte im Werkzeug geübt sein. Nicht in den Fertigkeiten, sondern im Werkzeug. Und noch zusätzlich Akrobatik. Wir sind sehr flexibel. Unsere Herkunft hat uns auch noch ermöglicht, dass wir neben der Gemeinsprache eine weitere Sprache können. Leider nur eingeschränkt. Also wir können nicht alle Sprachen auswählen. Das wäre bei anderen möglich. Aber wir können zumindest unter den gängigen Sprachen auswählen. Zwergisch, Elfisch, Halblingisch. Ja gut, das ist jetzt nicht so gängig, würde ich sagen. Aber egal. Wir nehmen, für einen Schurken würde rollenspielmäßig wahrscheinlich Halblinge passen. Also man denkt schon, dass die Halblinge auch so schurkisch unterwegs sind. Deswegen haben wir viele Freunde, die Halblinge sind und haben auch deren Sprache uns angewöhnt. Genau. So viel zu den Charakter und jetzt käme noch das, was man schon in Skyrim geliebt hat, der Charakter-Editor vom Aussehen her. Wobei die Möglichkeiten tatsächlich relativ eingeschränkt sind. Also nicht jeder hat zum Beispiel einen Ursprung, also so eine Ethnie hier zur Auswahl. Beim Menschen ist es so. Wir können hier wieder auf männlich oder weiblich umstellen, wenn man wollen würde. Man kann hier Namen wählen, das ist prinzipiell aber, ja. Ich habe mir tatsächlich 4 Charaktere schon erstellt und auch sie auch benannt, sogar selbst benannt. Aber hier kann man auch genauso, wenn man jetzt nicht so fit ist, dann einfach hier ein paar auswürfeln. Es ist tatsächlich ein begrenzter Auswürfelbereich. Also man sieht, wenn man mehrmals draufklickt, die Namen wiederholen sich ziemlich schnell. Aber gut, es reicht von Anfang, würde ich sagen. Dann haben wir hier Gesichter, verschiedene, eine kleine Auswahl an unterschiedlichen, um ein bisschen Variation reinzubekommen. Wir haben natürlich eine größere Auswahl an Hautfarben, bis hin zu kuriosen Hautfarben. Frisuren gibt es verschiedenste. Man kann auch hier ein bisschen drehen, um zu sehen, wie das so aussieht.
die Frisuren. Gehen wir mal die durch, was für welche so gibt. Tatsächlich von den Frisuren bin ich noch nicht überzeugt. Es gibt, glaube ich, bloß 14 Frisuren. Die sind jetzt nicht so der Hammer, muss ich zugeben, die Frisuren. Überzeugen mich nicht, noch nicht so. Aber gut. Ist auch nicht das Ziel und Zweck des Ganzen. Ein Dieb, beziehungsweise ein Schurke. So nach vorne, das könnte schurkisch sein. Ja, das kann man verstecken, den Schopf. Das könnte ich mir vorstellen. Und als Dieb vielleicht, ja, ein bisschen grauer oder brünett vielleicht. Ja, das passt schon. Also Haarfarben habt ihr dann natürlich auch. Wunderbare, kuriosen Möglichkeiten. Das wundert mich immer, dass man diese grellen Farben... Ich hätte gern lieber ein paar mehr andere Brauntöne zum Beispiel zur Auswahl. Aber passt schon. Augenfarbe genauso. Hier schön leuchtend gelbe... weiße. Oder grüne, meine ich natürlich. Sieht es gruselig aus. Das nehmen wir. Die Statur ist prinzipiell die Muskelkraft eher. Also in anderen Spielen kann man hier auch dicke Leute erzeugen. Hier kann man eher bloß die Muskelkraft verändern. Hier sieht man es, da wird man von dem Brustumfang ein bisschen stärker, aber sonst ändert sich nicht viel. Vom Alter kann man hier Fältchen bilden, prinzipiell im Gesicht. Aber das ist auch nicht so großartig. Dann jede Klasse und Rasse könnte sein. Oder halt zumindest, also es gibt verschiedene Stimmen. Mir ist aufgefallen, beim zweiten Charakter gab es die Stimmen nicht mehr, die ich davor beim anderen verwendet habe. Also gewisse Unterschiede bei den Stimmen gibt es, aber man hat dann immer bloß 3 zur Auswahl. Was gut ist, es reicht. Don't let me down. Pay attention. Bleed. Well done. Damn it. Wait till the next one. That I like. Wobei ich mir nicht sicher bin, also diese hohe Stimme jetzt bei Stimme 2 am Anfang hört sich jetzt nicht so an, wie die jetzt kam. I win again. You'll get a nice scar. Good arms you got. Man kann auch leider nochmal draufklicken. Damn it. Come on, harder. Come on, harder. Didn't think you could do it. Das wird wahrscheinlich auch mit der Vollversion noch besser werden. Und tatsächlich meinen Charakter, den habe ich einfach, das ist aber auch rein optional, eine kleine Hintergrundgeschichte geschrieben. Also, wie war deren Jugend, wie sind sie zu ihrer Klasse gekommen sozusagen, also wie wurden sie berufen zum Kämpfer, zum Paladin, zum was auch immer. Und wie sind sie zum Abenteuer geworden? Das ist aber rein optional, das hat keinen Einfluss aufs Spiel. Das ist einfach nur für die unter euch, die wirklich Bock drauf haben, in ein Rollenspiel einzutauchen und sich da einzuleben. Ja, so viel dazu. Wir haben hiermit einen sehr formidablen Straßenkind-Schurken erschaffen mit super Stats, würde ich sagen, mit super Talenten, mit super Aussehen, natürlich interessanten Eigenschaften. Und dieser Charakter wäre jetzt prinzipiell für ein neues Abenteuer da persönlich zur Verfügung. Ich habe für unser Antesten des Spiels habe ich einen Paladin erschaffen, einen Magier, einen Schurken und einen Kleriker. Und die vier, weil mit vier kann man das spielen oder muss man spielen, die vier werden das Abenteuer bestreiten. So, und apropos Abenteuer, Respekt an euch schon mal, wer bis jetzt durchgehalten hat. Also der Anfang war jetzt ziemlich lang, aber jetzt geht es ins Abenteuer, ins wirkliche Gameplay. Aber das gehört dazu, beim Pen and Paper, beim Charakter. Einen Charakter in Pen and Paper zu erstellen, das dauert Stunden normalerweise. Dementsprechend war das doch eigentlich eine super Alternative. So, Krone des Magisters ist das erste Abenteuer, das zur Verfügung steht im Early Access. Nach der Veröffentlichung sollen mehr vorkommen. Und dann wählt man eben die Charaktere, die man erstellt hat. Ich wähle Christian Feuerschild, glaube ich. Weiß jetzt gar nicht genau. Ich wähle Faustus Grünmond, den Hochelfen Söldner Magier. Ich wähle Jasmin Schatten. Weiß ich nicht genau. eine Waldelf-Spionin Schurke. Und ich wähle Patricia Aegis, Waldelf-Tempeldienerin und Kampfklerikerin. Das ist meine Truppe für das Abenteuer Krone des Magisters. Starten wir. Ah ja, Helligkeit einstellen, alles gut. Ja, und dann genieß doch mal das Intro des Abenteuers. Weil tatsächlich, es gibt ein kleines Intro zu diesem Abenteuer. Und dann kommt auch noch ein Tutorial. Auch recht cool, um ins Spiel reinzukommen. Aber
Ja. Before the Cataclysm, there were no gods on Celasta. No humans either. Then, the rift opened. Some say it was a magical accident, or the work of an evil god. No one knows for sure. The Cataclysm destroyed the old High Elf Empire. Manicallon, they called it, and twisted the land beyond recognition. Now, only the brave and the foolish go there, in search of ancient treasures. But something is happening deep in those Badlands. Whatever it is, it can't be good. It can't be good. Und deswegen sind wir unterwegs. Wir schreiben das Jahr 1024 nach dem Kataklysmus. Um die Schreckenslande haben sich neue Staaten gebildet und trachten nach den dortigen Schätzen. Eine kürzlich entdeckte Straße bietet sicheres Geleit vom Fürstentum Maskat in das verwüste Herz des Reiches und stört dabei das Machtgleichgewicht. Der alte Rat wurde gegründet, um sicherzustellen, dass dieses Wissen geteilt wird. Er ruft Agenten dazu auf, die Schreckenslande in seinem Namen zu erkunden. Abenteurer strömen nach Kyflen, der Hauptstadt des Fürstentums und Heimat des Rates. Vier Fremde treffen sich im Fass des Grabwächters, das sich in der Nähe des Ratssitzes befindet. Also sozusagen eine Heldenschau. Ein klassischer Einstieg in ein Abenteuer. Die Helden werden versammelt und bilden dann eine provisorische Gruppe auf Dauer. Vielleicht zur Geschichte vorweg noch, wenn ihr euch in Ferun bzw. in der Welt von D&D eigentlich auskennt, dann habt ihr gemerkt, das sind keine Orte, die in D&D so wirklich vorkommen, wenn ich mich recht erinnere. Das liegt daran, das Recht, das D&D-Regelwerk zu verwenden und halt das Ganze darauf aufzubauen in Solasta, das kam tatsächlich relativ spät in der Entwicklung. Anfangs haben die über Kickstarter, glaube ich, finanziert, einfach losentwickelt, ein eigenes System aufgebaut, ziemlich nah an D&D angelehnt, also vielleicht eher so in Richtung Pathfinder, was sozusagen die Open-Lizenz von D&D ist, weil D&D, das, die Lizenzen, die kosten halt was. Und die haben anscheinend ein gutes Spiel gemacht und irgendwann kam dann Wizard of the Coast, soweit ich es gelesen habe, richtig auf sie zu und hat gesagt, hey, ihr macht anscheinend ein gutes Spiel und ihr seid richtige Fans von uns. Hier, nehmt unsere Lizenz, nutzt sie und macht was Geiles draus. So in etwa. Dementsprechend ist sozusagen das Spielprinzip jetzt ziemlich D&D, aber die Story ist eher generisch, eher außerhalb der Welt von D&D. So. Da sitzen unsere Charaktere am Feuer. This beer tastes like donkey piss. Not that I'm complaining. Hope I'm not too late. Ran into a bit of trouble on the way here. Take a load off. There's plenty of donkey piss to go around. If you're here for the council job, get in line. Though if this Lord Karen doesn't show up soon, I might go looking for him. Another round, barkeeper. Four of your finest flagons of donkey piss, please. Looks like you've been waiting here a while. We do what we have to do. So, what's this trouble you were telling us about? Well, I was making my way here when three bandits leapt from the bushes with crossbows. They dragged me off to some decrepit prison and tossed me in a filthy cell that smelled of rat piss. Don't know what was holding the place up. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht gerade. Also das Tutorial des Spiels prinzipiell ist die Vorgeschichte aller Charaktere. Wie kamen sie, was waren sozusagen ihre letzten Tage, bevor sie angekommen sind oder so. Sie wurde zum Beispiel von irgendwelchen Typis gefangen genommen und hier in den Kerker eingesperrt. Da anscheinend eingesperrt und ist jetzt da durchgekrabbelt und merkt, ja, hier kommt sie raus. So, wir sehen, wir können auf jeden Fall schon mal einiges machen. Wir können uns umsehen. Wir können hier unsere Charaktere sehen, wir können hier einige Sachen sehen, wie TP, Rüstungsklasse, Inventar, einige Sachen auswählen,
Schleichen könnte ich zum Beispiel hier anwählen, dann könnte ich hier schleichen. Bestimmt gibt es auch eine Taste und sowas. Aber wir durchleben hier auch das Tutorial. Hier zum Beispiel die Charakterauswahl und Bewegungsgrundlagen so in etwa. Tatsächlich, ich habe es mir beim ersten Mal nicht durchgelesen. Ich werde es auch mit euch jetzt nicht durchlesen. Die Grundprinzipien sind ziemlich intuitiv von anderen Spielen. Mit WASD kann ich mich so bewegen. Ich kann mit E und Q auch den Winkel ändern. Das ist eigentlich ganz chillig so. Dann prinzipiell mit Linksklick kann ich halt hier erkunden und mich umschauen. Hier ist aber nichts von Interesse zu finden. Dementsprechend gehe ich einfach weiter. Im Tagebuch finde ich Informationen. Okay, dort oben habe ich so einen kleines Log, was so alles passiert. Die Unterhaltung von gerade eben, das könnte ich nochmal nachlesen, was die sozusagen im Video gesagt haben. Die Grafik, muss ich zusagen, da es halt keine AAA-Produktion ist, ist halt die Grafik entsprechend, aber dafür, dass es ein Kickstarter-Indie-Projekt ist, ist sie doch ganz okay. Also muss man einfach einsehen, dass das doch recht hübsch aussieht dafür, was für Budget dahinter steckt. Und die Fans, also die Community liebt es auch, weil die prinzipiell die Bewertungen auf Steam sind ja herausragend. So, Tagebuch. Tagebuch wurde gesagt, genau, da können wir Sachen anschauen, was wir so tun müssen. Hinweise vielleicht, gibt es noch einige Sachen. Fraktionen sogar, wie wir gegenüber denen aufgestellt sind. Oh, sogar ein Wiki gibt es, cool. Beziehungsweise gibt es noch nicht. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Hier können wir einiges lesen. Witzig, dass die Buttons noch alle noch so richtig passen. Ja. Wir haben das Ziel, finde einen Ausweg. Ziemlich straightforward. Was mich tatsächlich ein bisschen stört, oder ich habe es aber noch nicht rausgefunden. Ja doch, eine Karte gibt's. Okay. Oh, die sieht sogar hübsch aus. Durch diesen Effekt, durch diesen Hintergrundeffekt sieht sie echt 3D aus. Nett. Aber so eine Minimap fehlt mir ein bisschen. Dieser Kompass, ja. Aha. Ja. Ich kann drehen die Sicht und sowas. Ich weiß jetzt nicht, was ich da gemacht habe. Okay. Hier ist ein kleiner Durchgang. Da können wir agieren. Manchmal braucht man einen Fertigkeitswurf dafür. Hier geht's noch ganz ohne. Wir krabbeln einfach durch. Und wer genau hinhört, könnte vielleicht im Hintergrund ein bisschen reden hören. Hier ist irgendwo jemand. Irgendjemand unterhält sich. Da kommen wir nicht durch. Da ist nichts Interessantes. Ich weiß gar nicht, ob es eine Taste gibt, um besondere Sachen hervorzuheben. Früher gab es das. Bei Baldur's Gate 2 zum Beispiel. Beziehungsweise es kam erst mit der Enhanced Edition. Hier wird es lauter. Interaktive Elemente. Also es gibt immer mal Elemente, mit denen man interagieren kann. Und wenn man stark genug ist oder sonstiges, auch was passiert. Hier in dem Fall. Wir hören hinter der Tür reden welche. Das würden wahrscheinlich die Banditen sein oder die Räuber, die uns gefangen genommen haben. Den wollen wir natürlich nicht so mit einfachem Hemd in die Arme laufen. Deswegen... Hier sehen wir, dass der Stein konnte sich bewegen. So, jetzt kann ich hier durchkrabbeln. Und sehe, hier ist auf jeden Fall mehr. Deutlich mehr. Entkomme aus dem Gefängnis. Habe ich geschafft. Jetzt bin ich in einer Höhle gelandet. In dieser Höhle gibt es verschiedene Dinge. Ich kann hier zum Beispiel nochmal klettern. Bei einfachen Höhen geht es auch darauf zu klettern, das kann man, ohne Athletikwurf. Dann hier haben wir die Möglichkeit, an diesem Baum hinaufzuklettern. Nicht? Oder auch nicht? Moment. Dann klicke ich halt hier hin, dann findet sie schon ihren Weg. Genau. Und dann, das wird jetzt auch hier erwähnt, dann gibt es die Möglichkeit, auch über Dinge zu springen. Allerdings, ein Zwerg zum Beispiel kann nicht so weit springen wie ein Mensch, weil höhentechnisch Beine und so.
Außerdem sind bestimmte Werte ausschlaggebend. Jemand mit höherer Athletik, was Athletik? Ich glaube Athletik was. Also mit, das war jetzt gerade auch im Hilfetext, 10 bis 14 Stärke, der kann 3 Meter springen. Ab 15 kann man vielleicht noch weiter springen. Und unter 10 Meter kann man bloß 2 Meter springen, sowas. Oder kriegt halt dann Schaden, wenn man das macht. Sie hat ordentlichen Stärkewert, deswegen kein Thema. Und ein Charakter, der jetzt gut ist im Springen, also im Wert des Springens, der kann jetzt da einfach rüberspringen und auch wieder zurückspringen. Ein anderer könnte es nicht, aber könnte dann vielleicht auf andere Arten dahin kommen. Das ist auch ein Fokus dieses Spiels. Es gibt immer verschiedenste Möglichkeiten, Ziele zu erreichen. Das ist ganz wichtig. Weil jemand, der vielleicht jetzt schwach ist, also nicht springen kann, der muss ja auch irgendwie das Ziel erreichen. Aber normalerweise sind dann die Alternativen, die jeder machen kann, die schwierigeren als eher die leichteren. Sie hat den Vorteil, sie kann's. Deswegen hier, den Loot tut gut. Ein Heiltrank. Gönnen wir uns. Wir können sogar hier ausrüsten. Hier kommen wir nicht hin. Das wäre sozusagen der Alternativweg. Ich weiß nicht, ob das später genauso leicht zu erkennen ist, aber jetzt ist es noch leicht zu erkennen. So, dann gehen wir hier weiter. Wir gehen hier hin. Hier können wir auch mit etwas interagieren. Nämlich mit diesem komischen Pfeiler, der mit Holz ummantelt ist. Den können wir umschubsen. Zum Glück ist er nicht zerbrochen und hat auch keinen Lärm gemacht. Weil die Leute sind ziemlich nah irgendwo. Dann können wir hier runter. Und hier hätten wir jetzt alternativ auch durchgekonnt. Zu der Kiste hin. Aber das brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt sehen wir auch, wo der Ton herkommt. Hier unbekannte Kreaturen. Neutrale Kreaturen. 3 bewaffnete Typis. Nicht gut, wenn wir denen so entgegentreten würden. Deswegen hier ein kleiner Trick. Die Wand sieht ziemlich brüchig aus. Nein, sie war stabil genug, damit die direkt die Spawns sind. Okay, die Leichen sind gleich verschwunden. Ist bestimmt eher freundlicher Natur. So. Ja, plündern. Natürlich. Truhen und sowas, looten, das gehört zu so einem Spiel dazu. Mit diesem Aufmachen kriegen wir direkt unsere komplette Ausrüstung, wie wir sie customized haben. Wie ich sie customized habe. Also ich habe eine brauchbare Klerikerin, würde ich behaupten. Ordentlich Weisheit. Also im Vergleich zu meinem letzten Schurken, den ich gerade ausgewürfelt habe, nicht so gut, aber trotzdem. Die wichtigsten Werte passen hier bei ihr. Dementsprechend, sie ist eigentlich ganz gut. Sie ist Waldelf, Tempeldienerin, ein Kampfkleriker. Also sie kann auch mal zuhauen, aber auch gut heilen. Ist in einigen Sachen geübt. Athletik, Naturkunde, also passend für einen Kleriker so Sachen geübt. Kann nix hier. Doch, Kräuter. Und hat auch ein paar Zauber zur Verfügung. Wobei, Klerikerzauber, magisches Geschoss. Moment. Das sind die. Das sehen wir dann, wenn es richtig losgeht. Genau. Das ist sozusagen mein Charakter hier, den ich da erschaffen habe. Moment, kann ich das nicht sogar. Wenn ich C drücke. Ne? Nee, die hat wirklich magisches Geschoss. Ist das ein Klerikerzauber? Bin ich verwirrt. Ach so, kann sein, durch die Kampfzauber, dass sie das auch. Hat. Kann sein, kann sein. Ja, gut. So, ich bin voll gerüstet. Halt, nee, ich habe mir nicht den Loot mitgenommen. Weil mein Equipment habe ich automatisch bekommen. Aber eigentlich war da genau hier unten Loot, Geld, so Zeug und ein paar Pfeile. Nice. Und damit haben wir das erste der Tutorials geschafft. Nämlich das normale Bewegen. Das Kennenlernen unserer Klerikerin. Nice move, that trick with the wall. Glad you're no worse for wear. This council needs to get organized. They have no right to keep us waiting like this. Have another ale. It's not like you have anywhere better to be. Well, let me tell you my story then. I too was accosted on my way here, but I faced my foes head on. Let's hear it then. Don't be shy. Ich muss zugeben, die Schurkin, die finde ich am sympathischsten. Schon bei der ersten Gespräch fand ich sie. Zynistisch gefällt mir. Muss ich meine ganze Truppe eigentlich machen. So. Jetzt das Kampftutorial sozusagen.
Unser Paladin-Freund kämpft gegen die Wölfe. Ihr habt gerade gesehen, Initiative oder Ini wurde gewürfelt. Heißt, jeder würfelt sozusagen, jeder Teilnehmer an einem Kampf. Und das ist prinzipiell die Reihenfolge, wer wann anfängt. Ich hatte mit Christian hier die 14 gewürfelt. Ich habe anscheinend ein Minus 1 auf Initiative, habe 15 gewürfelt, deswegen 14. Und die Wölfe sieht man hier im Log, was die gewürfelt haben. Prinzipiell, ja. Wenn du dich zu einem Punkt im gelben Gebiet bewegst, verwendest du deine Hauptaktion Spurten. Mhm. Allerdings kannst du deine Aktion dann nicht zum Angreifen oder Zauber füllen. Wenn du dich nicht nochmal bewegen, entscheiden kannst, ob du weiter Spurten oder deine Aktion ausführen. Okay. Ja, ich kann mich bewegen, prinzipiell. Im gelben Gebiet. Wo sind das gelbe? Ja, ich könnte Spurten einsetzen, aber es wird mir gar nicht angezeigt. Wenn ich es klicken würde, dann wird es mir angezeigt. Warte mal, wo ist denn der dritte Wolf? Das bist du? Das bist du? Einen dritten sehe ich nicht. Egal, wir sind gute Kämpfer. Wobei, habe ich wirklich einen Streitkolben? Na, passt schon. Ich gehe jetzt mal nach vorne und hau einfach mal auf einen drauf. Also einen Schritt nach vorne. Und dann ganz normal Angriff. Ich könnte auch hier auswählen, was ich machen möchte. Aber ganz normal Angriff auf den verhungerten Wolf. Hier wurde gewürfelt, ob ich treffe. Und dann wurde auch noch gleichzeitig gewürfelt. Ja, ich treffe zwar, aber... wie viel Schaden mache ich? Genau. Das wurde dann gewürfelt. So, ich kann nicht viel mehr machen, außer noch mich hier ein bisschen bewegen. Hier drei Felder kann ich... Okay, das sind Felder prinzipiell, drei Würfelfelder. Mehr kann ich nicht machen. Passt aber auch. Ich kann auch ganz einfach den Zug beenden. Der Gegner ist dran. So, er hat einen Fehlschlag geleitet, weil meine Rüstungsklasse höher ist als sein Angriffswurf, den er da gewürfelt hat. Er hat 9 gewürfelt. Ich hatte eine Rüstungsklasse, so wie ich aussehe, habe ich auf jeden Fall 15 oder sowas. Und dann müsste er auch eine 15 erreichen, um mich zu treffen. So, angreifen. Ja, toll. Das haben wir schon gemacht. Aber stoßen ist ganz witzig. Wir können nämlich auch andere Aktionen außer angreifen. Wenn die Umgebung es erlaubt, bietet sich es meistens an, auch mal was anderes zu machen. Hier in dem Fall, ja, eine schöne Brücke. Wir gehen wieder ein Stück nach vorne und nutzen Stoßen, um diesen Gegner... erst müssen wir entscheiden. Wollen wir einen niederschlagen oder einfach schubsen, wegstoßen? Und wir wollen wegstoßen, in die Richtung, diesen Wolf. Goodbye! Und weg ist er. Der ist weg vom Fenster. So, jetzt kann ich zwar theoretisch hier jetzt hingehen, aber ihr seht, wenn ich hier hingehe, seht ihr das rote Feld, dann kriegt der Gegner einen Gelegenheitsangriff. Weil ich sozusagen, ja, ich laufe an dem vorbei, ohne ihn richtig zu beachten, und er kriegt halt dann sozusagen einen Vorteil verpasst. Wir machen einfach, ja, Zug beenden. Soll er noch was sein? Zug machen? Hat er nicht bewirkt und dann ist gut. Ich könnte auch ausweichen wirken. Dann werde ich besser oder dann bereite ich mich vor, auszuweichen. Aber das ist jetzt für mich als Kämpfer nicht so wichtig. Man kann sich auch vorbereiten. Dann wartet man sozusagen, später ist man erst dran. Ich könnte eine Kraft einsetzen, wenn ich da eine habe. Ich habe als Paladin, glaube ich, so Heilkräfte und sowas, Hand auflegen, so ein Zeug. Aber ich kann auch einfach draufhauen. Bam. You cannot defeat me. Sieg. So. Jetzt ist gerade keine Kampfsituation. Ich könnte mich jetzt hier umsehen und schauen, aber in Wirklichkeit muss ich nach vorne. Das ist bloß ein kleines Gebiet. Sieht eigentlich recht hübsch aus hier, das Gebiet. Bisschen blurry, wenn man da hinschaut. Macht auch Sinn. Und dann geht es dort vorne weiter prinzipiell und zum Ende. Weil es gibt auch im Kampf Objekte, mit denen man interagieren kann. So. Sich zurückziehen. Um einen Gelegenheitsangriff zu entgehen, also das, was ich vorhin erwähnt habe, wenn ich an dem vorbeigerannt wäre, dann hätte er einen Gelegenheitsangriff bekommen. Also hätte er halt die Chance für einen Angriff bekommen. So, for free. Einfach, weil ich mich dumm bewege. Da kann man auch Rückzug nutzen und ja... Ist eine Alternative. Initiative bitte. Und dann geht's los. Wir nutzen Rückzug. Keine Gelegenheitsangriffe werden dadurch angewendet.
So, wir bewegen uns hierauf schon mal in Position. Beenden unseren Zug und warten, was der Wolf macht. Oh, der bleibt. Oh, irgendwas habe ich falsch gemacht. Man kann im Tutorial, wenn man einen Fehler macht, auch scheitern. Sehr belastend. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe mich doch zurückgezogen. Habe ich das beim letzten Mal auch schon so gemacht? Ich dachte, das habe ich ja auch schon mal gemacht. So, Rückzug. Ja. Zurückziehen. Dann ziehe ich mich halt weit zurück. Und schau, ob das ausreichend ist. Nein, der darf nicht nach oben kommen. Moment, was mache ich falsch? Spiel, was mache ich falsch? Ich ziehe mich zurück, ja. Und dann, was willst du von mir? Vielleicht soll ich mal durchlesen, was sie von mir wollen. Ach, peinlich. Aber das ist tatsächlich, beim ersten Mal habe ich es dann intuitiv irgendwie richtig gemacht. Kurios, kurios. Also, nochmal. Zieh dich zurück und stoße den Fels. Zieh dich zurück und stoße den Fels an. Die Felsbrücke zu zerstören, die den Graumel vom Hals zu schaffen. Ach so, das mache ich im selben Zug wie Schein. Zurückziehen. Klicke hier, um das Objekt zu stoßen. Ach, das hätte ich im selben. Ach, das ist keine Extraktion. Ich dachte, das ist eine Extraktion. Alles gut. So kann man auch seinen Gegner erledigen. What a bunch of namby-pambies. You're lucky you weren't attacked by Sorax. I don't remember anyone asking your opinion. The Badlands are thick with them, shape-shifting bastards. Everyone's a critic. Aren't all drunks basically stupid? Sorax might be legend, but orcs are quite real, and not just in the Badlands. I stumbled across a secret settlement right here in the Principality. What? I was dragging my weary ass up the hills west of here, and decided to leave the road to look for a shortcut. It was a beautiful day. Blue skies, birds singing. I watched one take wing and fell right into a bloody hole. Damn. That hurt like hell. Okay, unser verträumter kleiner Elf hat ein kleines Problem gehabt, ist in ein Loch gefallen und jetzt werden wir eingeleitet in sozusagen in das Spiel mit dem Licht. Tatsächlich, meine Truppe besteht aus Halbelfen und Elfen, glaube ich. Das bedeutet, dass ich wahrscheinlich keine großen Lichtprobleme habe, weil alle haben so eine Art Dunkelsicht oder Dämmersicht. Heißt, die können im Dunkeln auch was erkennen. Während ein Mensch zum Beispiel im Dunkeln bräuchte eine Fackel, wie hier dargestellt. Oder ein Lichtzauber, sowas in der Art. Okay. Genau, ich könnte Fackeln nutzen oder Lichtzauber wirken. Lichtzauber müsste, glaube ich, ein Zaubertrick sein. Also ein Zauber, den ein Zauber andauernd nutzen kann. Entflammbare Gegenstände kann man auch anfackeln. Also scheinbar geht hier physikalische Sachen auch. Also wenn ich auf Holz schieße, dann wird es brennen, so in etwa. Eigentlich auch ziemlich cool. So, aber auch als seine Klasse oder aus, ja, von wo auch immer herkommt, er hat eine Kerze dabei. Deswegen kann ich auch dementsprechend die Kerze aus. Eine Kerze ist ein super Lichtgegenstand. Wie es scheint. Ist eine super Kerze anscheinend. Ja, wobei der Lichtradius von der Kerze ist wirklich beeindruckend. Light, my friend. Beeindruckend schlecht. Probieren wir doch mal einen Zauber. Habe ich denn Licht? Ne, ich habe den Kältestrahl. Wähle ein Ziel. Ich könnte Feuer auf so eine Fackel wirken. Ja, das war schon mal schlecht. Achso, das sind. Ja, stimmt. Das sind meine Zaubertricks. Die springen. Von denen habe ich bloß zwei pro Rasten. Und die Zaubertricks kann ich immer anwenden. Okay. Ich habe die zwei Fackeln entzündet.
Jetzt wird mir hier dargestellt, ich soll das Totem untersuchen. Ein Fertigkeitswurf auf Geschichte. Just my luck. Falling right into an orc hideout. Diesen Wurf, also ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt gerade gefordert war, aber diesen Wurf habe ich auf jeden Fall bestanden. Deswegen konnte ich ja sehen, oder ich habe halt erkannt, was das hier ist. Das sind Ork-Statuetten sozusagen. Hätte ich den jetzt nicht bestanden, dann prinzipiell wäre das Ergebnis. Komische Säule. Wer weiß, wo ich gelandet bin. So in etwa. Also es gibt manchmal mehr Intel, wenn man auch mehr weiß. So, und jetzt kann man hier rein. So, Tutorial Heilung. Wenn dein Charakter Heilungszauber wirken kann, zum Beispiel Kleriker, drücke auf die Schaltung Zauber wirken und wähle Zauber verloren drüber. Du kannst auch einen erbeuteten Trank nutzen, öffne das Inventar. Ja. Ich soll mich heilen, öffne das Inventar. Habe ich einen Trank? Ich habe keinen Trank dabei. Nicht, dass ich sehen würde. Ich habe einen Kampfstab, ich habe Militärorden. Ach, ich war ein Söldner oder wie? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe keinen Trank, wie es aussieht. Ich habe viel Geld. Puh, ich habe ordentlich Geld. 60 Goldmünzen ist gar nicht mal ohne. Und hier ist auch noch eine Truhe. Geil. Ah, hier wäre ein Heiltrank. Wenn ich draufklicke, könnte ich den Trank trinken, andere heilen lassen. Ich könnte ihn aber auch da runterziehen. Was ist das gerade? Komponentenbeutel. Der ist doch fürs Zaubern wichtig. Fallen lassen. Nee, lieber nicht. Ich trinke ihn einfach mal so. So. Ich wurde geheilt. So, sieh dich weiter um. Wir sehen hier, da ist irgendwas. Oh je. There they are. Head down. Or I'm next on the menu. Ja, so eine Truppe Orks gegen einen Level 1 Magier wäre schon, glaube ich, ein bisschen heftig. Deswegen gibt auch die Möglichkeit zu schleichen. Man muss nicht Dieb sein, um schleichen zu können. Man muss nur Dieb sein, um gut schleichen zu können. Aber für so eine Situation, wo man gar nicht so wirklich im Blick der Gegner sein kann, ist Schleichen für jeden recht brauchbar. Ja, wenn der Schleichmodus aktiv ist, bist du langsamer, aber hast zwei Vorteile. Verborgene Objekte und Fallen sind leichter zu finden. Ja, nützlich. Um Sachen zu finden oder eben Fallen zu entgehen. Gegner können dich schwerer entdecken, logisch. Wenn Gegner aufmerksam werden, erscheint über ihren Kopf eine Leiste, also hat man noch ein bisschen Zeit, vielleicht wieder rauszukommen. Also wenn sie gerade was so gehört haben, dann weiß man, lieber nochmal einen Schritt zurück. Bleib in diesem Modus drei Felder über den Gegner und du kannst nicht entdeckt werden. Das bedeutet hier, wenn ich mich hier oben aufhalte, das sind anscheinend drei Felder, dann können die mich nicht entdecken. Oh, das sind ja vier. Das ist ja noch besser. Klasse. Schleichen. So, ich muss hier hin. Also, dann schleiche ich mich mal da runter. Dann schleiche ich mal darüber. Der dort unten merkt es auch nicht, hoffentlich. Sehr gut, sehr gut. Dann schleiche ich mich da rauf und mache diese Kurbel, die sie dann vernichten wird. Oder auch nicht. Oder es öffnet einfach einen alternativen Ausgang. Auch möglich. Dann schleichen wir uns hier wieder rum und lassen die Orks Orks sein. Die machen sich irgendwas zu essen, aber haben vergessen, was draufzulegen. Und da möchte ich nicht als Magier in die da reintreten und dann auf dem Spieß landen. Ganz klare Sache. An so einem Elfen ist auch nichts dran. Er ist, soweit ich weiß, Hochelf. Soweit ich mich erinnern kann. So. Überquere den Fluss. Ein bisschen jumpen. Da Hochelf ist, ist er schon ein bisschen gewandwendig. Ein kleinerer Charakter wäre schon blöde. Hier sieht man, was passiert, wenn es zu weit ist oder zu tief oder sonst irgendwas. Dann wird auf, in dem Fall, Stärke Athletik gewürfelt. Ist er jetzt nicht der Stärkste. Gegen einen Wurf von 15, also 15 wäre das Ziel gewesen. Ich habe 1 gewürfelt, eigentlich ein kritischer Misserfolg. Und plus 2, weil ich anscheinend 14 oder 15 Stärke habe.
Schauen wir doch mal. Nee, das nicht. Ich will... welche Taste ist es? Hier? Unbeleuchtet? Nee, ich will eigentlich... Ja gut, dann hier. Genau. Oh nee, Stärke hat er bloß 0. Achso, dann werde ich wahrscheinlich Akrobatik oder Athletik wahrscheinlich Punkte haben. So, er ist Hochelf Söldner Magier. Warte mal, wo hat man denn... hier sieht man gar nicht meinen Hintergrund, den ich geschrieben habe. Schade. Warum habe ich denn dann geschrieben? Genau, das sieht man hier. Also Hochelf Söldner Magier ist er. Übungen hat er in diesen ja, hier Sprachen kann er. Genau. Übung hat er in das. Da sieht man auch, Athletik hat er. Wahrscheinlich durch Söldner. Hat er prinzipiell plus 2 auf Athletik bekommen. Ist er da drin geübt. Deswegen hatte ich bei meinem Wurf plus 2, sonst hätte ich nämlich durch die Stärke 0 gehabt. Ja, passend für ihn, Geschichte, Arkane Kunde ist er geübt, Schriftrollenausrüstung. Als Elf kann er ein paar spitze Waffen nutzen, ansonsten eher die Magiersachen. Und als seine Besonderheit kann er sogar mittelschwere Rüstungen tragen. Und ich glaube, hier gibt es nicht mehr Zauberpatzer, wodurch es gut werden könnte. Mal schauen. Muss ich aber erst herausfinden. Genau. Herstellung jetzt dort unten. Schriftrollenausrüstung. Hier ist sein Zaubertrick, den er so ausgewählt hat. Hier sind, Hochelfenzauber ist der Kältestrahl. Und das sind weitere Zaubertricks, die er hat. Und noch ein paar Stufe 1 Zauber, die ich zur Auswahl hatte. Und mir auswählen konnten. Ich durfte aus einem Pool auswählen, habe die dann gewählt, weil ich gedacht habe, ja, die sind ganz brauchbar. Hätte ich früher gewusst, hätte ich auch Springen auf ihn wirken können, dann hätte er nicht diesen Athletikwurf ablegen müssen. So. Es ist beim Paladin, haben wir gerne nachgeschaut, was der alles macht. Na, schade. Kann ich ja nur nachholen. So, wir sollen hier runter, überquere den Fluss. Ja gut, den Fluss überquert haben wir, jetzt gehen wir hier runter, oder? They're camped right by the only exit. It just keeps getting better. Guess I'm waiting them out. At least these rocks are damned uncomfortable. Ja, wir müssen leider eine Rast einlegen, weil die Orks genau vom Ausgang rasten, sozusagen. Erst müssen die weg, bevor wir raus können. Ja, also seine Zauber muss er vorbereiten als Magier. Aber auch Spezialfähigkeiten gehen normalerweise einmal pro lange Rast und sowas. An sicheren Orten kann man ein Lager aufstellen oder aufrichten und halt sich ausruhen. Die Kleriker meditieren dann zum Beispiel oder Paladin meditiert, um sich wieder zu Kräften zu bekommen. Der Magier fokussiert sich wieder oder schaut nochmal in seine Bücher, was auch immer. Der Kämpfer ruht sich generell aus oder poliert seine Waffen und so ein Zeug. Das macht man alles so während des Lagerns und dadurch kriegt man auch seine Fähigkeiten alles wieder und seine Zauber wieder voll aufgefüllt. Weil, wie schon vorhin erwähnt, ich hatte bloß 2 von diesen Stufe 1 Zaubern, die wären dann nach Gebrauch weg. Dann musste ich erstmal wieder rasten. Genau, das steht hier auch. Bis auf die Zaubertricks. Die Zaubertricks, die gehen immer. Sonst wären Magier, früher waren Magier immer ziemlich schnell useless in den Early Levels. Jetzt können sie wenigstens etwas. So, wir gehen da runter, rasten und warten. Lange Rast beginnen. Wir werden dadurch geheilt. Unsere Zauber werden wieder aufbereitet, beziehungsweise wir könnten jetzt entscheiden, dass wir uns umvorbereiten möchten. Die Zaubertricks haben wir immer. Die gelernten Zauberstufe 1 und mehr, die könnten wir jetzt verändern. Genau, wähle 5 Zauber zum Bestätigen. Passt. Okay. Wir haben jetzt gerastet. Wir sehen jetzt hier, logisch, lustigerweise, die Gegner sind weg. Und hier gibt es sogar einen kleinen Durchgang. Einen kleinen Kriechdurchgang, wie wir hier auch schneller wieder rauskommen.
Ja, und dann haben wir auch dieses kleine Bewegungs- und Schleich-Tutorial abgeschlossen. Not sure I would have slept so close to a horde of orcs. Orcs have a very distinctive stink. I'm beginning to think Lord Karren might be a mythical creature. We've all told a tale of our travels here. All but one of us. Yes, but I have good reason for that. It's none of your bloody business. You can't have a true friendship without trust. What are you hiding? Fine. You want to know the truth? I stopped on the way here to visit an old friend of mine and discovered he was up to his eyeballs in debt with a loan shark. Oh, that's not good. Indeed. He put up a family heirloom as collateral and wanted me to reacquire it. Because you see, I can be quite stealthy when necessary. Ja, ich muss so zugeben, meine Schurkin, die gefällt mir vom Charakter am ehesten. Weiß nicht, ob jeder Charakter jetzt in der Situation so reagiert hat, aber ich frage mich sowieso, wer würde diese Mission machen, wenn ich in meiner Truppe keinen Schurken hätte? Wenn ich nur Kämpfer zum Beispiel erschaffe. Dürfte ich das? Das dürfte ich doch bestimmt, oder? Gut. Ein Juwel zurückbesorgen. Betritt die Festung. Erstmal schleichen, weil dann... Wir sind sneaky unterwegs. Und im Schleichen, da bemerken wir, genau, Heimlichkeit. Nutze den Schleichmodus, um dich heimlich zu bewegen. Gegner können dich hören, wenn sie in deinen Geräuschkreis gelangen. Und sie sehen dich, sobald du Schleichmodus verlässt. Dein Geräuschkreis hängt von der Art deiner Berüstung und deiner Heimlichkeitsfertigkeit aus. Und es klug nicht mit einer Lichtquelle in der Hand. Ja, klar. Bleib die gesamte Mission über im Schleichmodus. Die gesamte Mission, oder? Okay. Wenn du in höherer Reichweite von Gegnern mit einem Objekt interagieren möchtest, beispielsweise eine Tür oder Truhe ohne... öffnen und Taschendiebstahl begehen, musst du eine Heimlichkeitsprobe durchführen und bleibst du nur beim Erfolg bleibst du unentdeckt. Im Schleichmodus kannst du auch Spuren finden und ihnen folgen. Spuren entdeckt. Das ist ganz cool eigentlich. Dieses Glitzern hier, da denke ich mir an Loot. Okay, Spuren wurden entdeckt. Dann sneaken wir uns mal herum. Eigentlich hätte ich lieber meinen Bogen. Aber, oh, was haben wir hier? Verwendung der Kamera. Ja gut, das habe ich schon. Das kommt wegen später. Ein bisschen Diebeswerkzeug. Wir haben ein bisschen Diebeswerkzeug, aber wir haben auch ein bisschen Giftmischerwerkzeug. Aber nur falls notwendig, weil ich bin ja ein Schurken... die auch Spionin ist. Also sie ist der Waldelf-Schurken-Spionin. Sie liebt es zu sneaken und zu meucheln. Oh, Liam. Always thoughtful. Oder immerhin Informationen zu beschaffen. Und das machen wir jetzt gerade. Wir finden noch mehr Spuren von Menschen. Vermutlich Banditen. Sie sehen ziemlich frisch aus. Eigentlich cool, wenn wir dann auf Missionen dann da genauer hinschauen können. So, hier ist... ein kleines Versteck. Dann krabbeln wir hier durch und schauen hinter diese Mauer. Hinter dieser Mauer sehen wir nicht viel, außer dass wir in einem Gehöft sind, wie es scheint. Erreiche den nächsten Hof. Was war das gerade? Schlösser knacken. Wenn du ein Schloss knacken willst, musst du mit der Maus über die versperrte Tür, solltest du deine gesamte Gruppe ausgewählt haben, und der Charakter mit der besten Fertigkeit. Gut, sehr schön. Diebeswerkzeug wird benötigt. Übung ist hilfreich. Hat sie. Warte, ich höre Tiere, oder? Aber ich sehe keine Tiere, Richter. Ich dachte, ich höre Tiere. Aber sehen tue ich nichts. So, Diebeswerkzeug, ja. Ist bestimmt wieder ein Wurf. Ja, ist ein Wurf. Ah, das ist ein bisschen blöd. Ich würde gern erst den Wurf sehen und dann das Ergebnis, nicht umgekehrt. Aber gut. Fingerfertigkeit. Wenn du wenn du klauen kannst, sozusagen, dann kann man das machen. Hinter einen hinschleichen und einfach ihn bestehlen. So, diese Info. Ah, da drüben ist einer. Dann schleichen wir uns mal da rum. Den sollen wir bestehlen. Ah ja, der schaut gerade weg. Also bestehle ich den Banditenquartiermeister. Hat geklappt. Geh wieder weg.
sehe schon. Keiner hat mich bemerkt. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Goldener Schlüssel steht hier oben. Da sind noch mehr. Die sind weit weg von meinem Kreis, von meinem Hörkreis. Deswegen gehe ich davon aus, dahin muss ich. Wieder aufgeschlossen. Mit dem Diebeswerkzeug. Da drüben ist Loot und hier sind auch keine Gegner. Hier geht's nach oben. Okay. Ein paar wütende Violetta. Zutat. Stapelgröße Wert 10 Kupfer. Nee, was? 10 Gold? Wow. Okay, wir haben hier die Währungen Kupfer, Silber, Gold und Platin normalerweise. Ja. Gold, Silber, Kupfer. Und das 10 Kupfer sind ein Silber oder 100 Kupfer sind ein Gold oder 1000 Kupfer sind ein Platin. Also im 10er-Effekt Kupfer, 10 Silber, 10 Silber sind ein Gold, 10 Gold sind ein Platin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So. Wofür auch immer diese Blume gut ist, ich nehme sie mit. Und ob sie in meinem zukünftigen Inventar drin ist, nämlich, weiß ich auch nicht. So, wir klettern in das Anwesen rein. Eine Falle wurde entdeckt. Fallen entschärfen. Um eine Falle zu entschärfen, musst du sie zuerst entdecken. Logisch. Wenn du eine Truhe mit einer unentdeckten Falle öffnen und knacken willst, bemerkst du die Falle erst, wenn du sie auslöst. Das ist natürlich schlecht. Wenn du eine Falle entschärfen willst, musst du mit der Maus darüber fahren und links klicken. Du brauchst dann vorkriegen Geschicklichkeitsprobe, indem sie ausgelöst werden. Wenn die Entschärfung einer Falle misslingt, kannst du sie auslösen, versperren oder es einfach erneut versuchen. Dann kann man kreativ werden. Ich könnte zum Beispiel was reinschießen oder sonst irgendwas. So. Aber tutorialmäßig schaffen wir natürlich unsere Würfe. Komm hier rein. Eine weitere Falle. Und hier ist sonst nichts. Die andere Truhe oder was das ist. Ja, Truhe geht nicht. So, die Falle wurde entschärft. Da ist das Erbstück vom Liam. Liam, genau. 500 ungefähr wert. Ganz gut. Und noch 11 Goldmünzen drin. Sehr schön. Was für ein schöner Streifzug für so eine Diebin. Entkomme aus der Festung. Ah, jetzt sind auf einmal da welche. Liam und noch einer. There you are, you filthy crook! You? What? You're drunk. Get out of here before I kill you. Think you scare me? Not anymore. A grave mistake. Okay, manchmal können ein paar Nicht-Spieler-Charakter im Verlauf deines Abenteuers entscheidend werden. Das heißt, dass das Spiel vorbei ist, wenn du sie sterben lässt. Ja, das ist ganz schlecht. Wenn du Gegner angreifst, während du unentdeckt bist, hast du den Vorteil der Überraschung. Das heißt, dass du bei einem Trefferwürfel im Vorteil bist und gegen Gegner erst während des nächsten Zuges reagieren können. Als Schurke ist dein Angriff ein hinterhältiger Angriff und verursacht zusätzlichen Schaden. Kampf beginnen. Der wäre zuerst dran, aber ich glaube, ich habe sogar noch. Genau, ich habe noch besser gewürfelt. Ja, es gibt zwar. Also, ich bin gerade noch unentdeckt. Aber. Ich weiß tatsächlich nicht, wie ich hier versteckt bleibe. Tatsächlich. Ich werde auf jeden Fall entdeckt. Ich werde in seinem Sichtfeld durchlaufen müssen. Aber. Da ich trotzdem Prävention habe, platziere ich mich hinter ihn. Ich bin nicht mehr versteckt und jetzt schön von hinten angreifen den Kredithai. Sehr gut. Somit war das Tutorial. Oder? Ah, ja. Ja, sind wir und ja. Moment, Jasmin war die keckige Diebin. Wir sind nicht hier, um uns zu betrinken. Well, we're not here to drink ourselves to death. Well, thank you for making that clear. Well, if you're here for Lord Karen of the Legacy Council,
That would be me. Ja. Wir sollten für die Warterei bezahlt werden. Okay, der Paladin ist eher auf Profit aus. Fine. I'd like to present you with a bill for the time we just spent cooling our heels. Feel free. The council's bursary enjoys a good laugh. We kind of need a little bit more info about the job, my lord. Well, I suppose it's better if you know what you're doing. What do you want to know? Ist schon gut, danke. Wer ist der alte Rat? We hear this is a mission for the council, but what is it exactly? Dear Moraike, you don't know. I'll try to make it simple, but you know, politics. The council includes representatives of the most powerful and influential organizations in the Eastern Kingdoms. It was created to lead a joint effort to explore the Badlands. Okay. Welche Organisation? Nee, das okay. What are the organizations you mentioned? The council is, how to put it, a non-governmental organization, meaning that state governments are not represented to avoid partisanship. Instead, there are delegates from the Guild of Antiquarians, the Tower of Knowledge, the Arcaneum, and the Circle of Denantar. And the Church of Einar guarantees fairness, led by Marshal Beric Sunblaze and Oathkeeper Lyra Keen. Okay, okay. Also man kann hier jetzt anscheinend ein bisschen die Hintergründe erfragen, hier bei dem Gespräch. What are the Badlands, really? Simply put, they are a monster-ridden, chaotic wasteland that used to be the Elven Empire called Manicullen. It was destroyed about 1,000 years ago by the Great Cataclysm. Now, only ruins remain, full of forgotten knowledge, riches and dangers. Genau das, was wir wollen, nicht wahr? Which countries make up these Eastern Kingdoms? Simple. The Principality of Masgarth, here, is in the middle. The Snow Alliance lies to the north. The Kingdom of Galivan to the east, and the New Empire to the south. All friendly, more or less, but the peace is fragile. Okay. I think we know enough now. Thank you. Ach Gottchen, das wird das alles... Ja, ist schon gut, danke. We should go, don't you think? Very well. Come, gather your things. You're late for your swearing in. Hurry up and wait. The story of my life. Das war zynistisch. Oder Zynismus. Ja, okay. Das tatsächlich... Ja, da hätte man wahrscheinlich ein bisschen von der Hintergrundgeschichte mehr erfahren können. Das will ich jetzt nicht alles durchgehen. Ich will jetzt erstmal sehen, wie es dann richtig losgeht, so zum Abschluss. Aber, ja, das ist sozusagen deren Tutorial, auch von der Story her wahrscheinlich. Ah ja, oh, Orientierung in Caer Kilfen. Sehr groß, ne? Musst du so einen alten Rad finden. Sobald du dort bist, kannst du auf die Schnellreise funktionieren. Doch bis dahin musst du etwas laufen. Geh nach Norden und klimm die Treppe zum Sonnenglutplatz. Nimm dann die westliche Treppe zum Rad. Verstanden. Okay, ich habe jetzt meine Truppe. Ich habe jetzt meine Truppe. Meine Truppe bedeutet... der Magier ist immer vorne. Ah ja, ich kann sie einzeln bewegen. Kann die Positionierung ändern. Genau, jetzt stehen sie auch anders. Gibt es irgendwo auch Formation oder sowas? Wenn ich Schleichen drücke, gehen alle in Schleichen. Wow, okay, der hat einen Riesen. Also ihr seht jetzt hier die Wellen, die sie machen. Der hat einen ja gut, als gerüstete Kämpfer hier mit den schweren Rüstungen haben die einen deutlich größeren, aber die hat einen minimalen Kreis im Vergleich zu allen anderen. Das ist cool. Das ist echt cool. So, jetzt können wir hier ein bisschen sich umschauen. Hier gibt es ein bisschen was zu sehen. Weiß nicht. Okay, Marktstraße. Okay, Schnellreise gibt's auch. Oh, hier. Ich habe schon irgendwas übersehen hier. Kisten? Gruppenvorrat, alles deins. Unbekannter Gruppenvorrat, unbekannter. Aha. Gruppenvorrat, alles deins. Oh, mit dem kann ich reden.
Machen wir es doch mal. We'll talk after you're swearing in. Okay, na gut. Erst muss ich sozusagen Aufträge bekommen oder so. Oder eingeschworen werden. Erst muss ich anerkannt werden. Also ich sollte nach Norden gehen, dann hier Treppe rauf, hieß es. Auf so einen Sonnenplatz oder so. Und dann habe ich es vergessen. This place is magnificent. Ich gehe mal davon aus, das ist mein Ziel. Ja, sieht... Oder muss ich hier hin? Muss ich zu dem? Bürgermeisterin? Vielleicht muss ich mit der reden. I'm busy. Come back later. Nee, ich muss zum richtigen Rat. Okay, dann folgen wir mal diesem Punkt. Auf dem Kompass zumindest. Minimap ist jetzt leider nicht, aber Kompass, der sagt mir, ich soll hier hin. Nice gardens. Also, ja, da... Oh ja, die Karte, die taugt was. Die taugt wirklich was. Da kann man auch richtig sehen, wer wo ist. Das ist gut. Das ist gut. Das ersetzt sozusagen die fehlende Minimap. So, da ist er wieder. Look at the size of this council hall. So this is what they spend our taxes on. Look. Is that the princess? Wait, is she leaving? Apparently so. Then who will administer the oath? Die Magd, die ihren Nachttopf leert? Ja, das ist wahrscheinlich nicht ihre Aufgabe. There's an oath keeper for that, I think. You thought it would be the princess? Genau, steht sie nicht im Rat vor? Doesn't she lead the council? No, in this chamber, she's just another delegate. Lady Keen, the council's oathkeeper, is trusted by all. Lord Caron. Yes, milady. Are these your new deputies? They are, milady. My name is Lyra Keen, oathkeeper of the council. Shush, quiet everyone. And I will be administering your vows. Once sworn in, you will carry the authority of the council wherever you go. Your every action will reflect upon the council's reputation. Remember that. Always. Now, please, raise your right hands. Do you, each and all, solemnly swear your lives and allegiance to this council and promise to carry forth our mission to protect our alliance from any who would threaten the common good? I swear. Excellent. Lord Caron will enter your name into the council's register. Thank you for your service. Congratulations, deputies. Wait, that's it? Das hat schon lang genug gedauert. Ah ja, warum nicht? Frankly, the speech was quite long enough for my taste. The formality reflects the solemnity of your oath, but more would probably be immodest. So, the mission. As I'm sure you know, the council maintains a number of outposts to secure the border between the principality and the marches. One of them is the former imperial fortress, Caer Lem. It's held by some 50 troops under the command of Captain Henrik. He sends us weekly status reports, or rather, he used to. We haven't heard a word from him in 3 weeks. Leave immediately for Caer Lem and find out if anyone there is still alive. If Captain Henrik or anyone else is still breathing, bring him back. The council wants a first-hand report. Okay. Klingt gefährlich. A whole garrison gone? There are only 4 of us. Just find out what happened. Run back if you get scared. We hear ya. Just so you know, we'd like to start slow. Meaning more treasure, less danger. You don't get to choose your mission, I'm afraid. So, gather what you need and go. Time is of the essence. Okay. Right. I guess that's that. It's on to Caer Lem. Oh, meine Beziehung zum Fürstentum. Genau, Fraktionsbeziehung. Ratsvorsitzende haben Repräsentanten Caer Kivlin. Sie können euch Ausrüstung, Zauber und vieles mehr verkaufen. Je besser eure Beziehung zu einer Fraktion ist, desto größer ihr Angebot und umso niedriger sind die Preise. Miteinander. Das, mit allen kann man nicht unbedingt gut sein. Okay. Karte, um Gebietskarte zu öffnen, wenn ein Wegpunkt gefunden wurde. Blablabla. Schnellreise. Karte.
Irgendwas mit Fußwächters. Fast des Grabwächters. Ich glaube, dann soll ich jetzt. So funktioniert das lustig. Ah ja, oh, da ist jemand. Mit dem Ausrufezeichen. Das sind immer suspicious Leute. Hello, Adventurers. What can I offer you? Ja. Your beer is terrible. And that's being polite about it. What? What? I've never had any complaints about the beer before. Maybe your palate is not refined enough. Jawohl. Brauchen wir Zimmer? We'd like to stay for the night. Sure. Just walk up to the suite. Ja, and settle Gold. In. A suite? Oh, it's more like a large bedroom, really. But you know, this is the capital city. 10 Gold für ist teuer. Normalerweise kostet es ein paar Kupferlinge. Oh, was? Hä? Stufen? Habe ich Level abbekommen? Scheinbar. Und neues. Okay. Einen Kampfstil wählen bei ihm. Tatsächlich würde ich Verteidigung bei ihm auswählen. Zauber vorbereiten. Diese Zauber hat er gerade vorbereitet. Magie entdecken, Schutz für segnen ist eigentlich ganz cool. Nochmal segnen. Okay. Okay, haben alle anscheinend schon Stufe 1 erreicht oder Stufe 2 erreicht. Das finde ich aber kurios, muss ich zugeben. Das bin ich. Finde ich ungewohnt. So, ich habe 3 Plätze, das macht aber nichts. Die braucht da nichts. Ist halt dann nochmal. Raffinierte Aktion hat sie bekommen. Stufenaufstieg. Extra Trefferpunkte. Zauberplatz. Eine Magie-Spezialisierung. Wir würden bei ihm genau Archetypen. Ich würde einen Naturmagier bei ihm auswählen. Das habe ich mir schon vorher überlegt. Genau. 2 Klassenzauber. Zusätzlich kann ich auswählen. Das wäre dann... Was hätte ich denn noch gerne? Gute Beeren. Genau. Da kann man ein bisschen essen. Feenfeuer. Ja. Magierrüstung wäre eigentlich auch super, aber da er mittelschwere Rüstung tragen kann, braucht er das nicht. Okay. Der Eid. Das hat uns schon so viel... Warum? So unterschiedlich? Wegen meinen Reaktionen oder Teilhaben oder... Kauft Nahrung für eure Reise. Ja, Proviant brauchen wir. Wo? Solltet ihr in örtlichen Ländern Besuch haben, um sicher zu reisen, nehmt euch Zeit, um eure Rüstung zu optimieren. Dazu muss ich jetzt herausfinden, wo nochmal der Ausgang war. Hier geht's raus. Oh, es geht direkt raus. Ich habe eine Tür gesucht. Es ist recht dunkel. Und es wird mir angezeigt, wo ich hin soll. Das passt. Da vorne irgendwo. Hier, irgendwo. Da, der da. Das mit dem Radar, das finde ich noch ein bisschen ungewöhnlich. Herstellen von Items. Nur im aktuellen Herstellungsauftrag. Okay. Aber noch nicht zu Bett gehen. Kannst du auf Reisen Gegenstände herstellen. Ah ja. Für die Herstellung brauche ich Sachen. Ausrüstung. Herstellungsfertigkeiten brauche ich natürlich. Und die Komponenten. Macht Sinn. Das Wissen oder das Equipment plus so eine Blume plus was auch immer ergäbe einen Heiltrank. Okay. Herstellungsrezepte findet man und kann man kaufen wahrscheinlich. Ja. Hello, how may I help you? Ich will Waren sehen. Genau. Was sollte ich nochmal machen? Heiltränke kaufen? Keine Ahnung. Uff.
Saftige Preise, ein Heiltrank für 55, Herr Wucher. Was soll ich machen? Also, kauft Nahrung für die Reise. Nahrung brauche ich. Okay, my friend. Das wollte ich nicht anklicken. Oder? Anscheinend kann ich von hier auch Sachen kaufen. Nahrung. Was ist Nahrung? Ist das Nahrung? Nein, das ist keine Nahrung. Wie sieht Nahrung aus? Wie sieht Proviant aus? Ist irgendwo Proviant zu sehen? Bist du? Nein, du bist kein Proviant. Du bist auch kein Proviant. Du bist Herstellungsequipment. Proviant darf auch nicht so teuer sein, weil das kann ich mir ja sonst nicht leisten. Magie entdecken, identifizieren. Oh, ist auch teuer. Puh. Saftige Preise. Bin ich überhaupt beim richtigen Händler? Ich bin doch nicht beim richtigen Händler, bestimmt. Das ist eher so der Krim. Ach, das ist der richtige Händler, oder? Die. Ich will deinen Stuff haben. Welcome to Gorim's Emporium. Hört sich schon besser an. Seid ihr Gorim? Are you Gorim? That's me, the one and only. Super Fragen. keine Ahnung. Was haben wir? Oh, hier haben wir jede Menge Equipment. Und das ist doch dann der Rationsbeutel. Das ist, glaube ich, das, was ich haben möchte. Viermal. Du bezahlst 8 Gold. Ich könnte mir auch neues Equipment hier kaufen, tatsächlich. Aber mein Standard-Equipment muss wahrscheinlich herhalten. Nachteil bei Heimlichkeit, das haben wir gesehen am Kreis. Aber naja. Nahrung für die Reise gekauft. Und hier würden wir auch anderen Stuff wie Rüstungen oder Ähnliches bekommen. Aber wie ich sehe, nur derjenige, der anspricht. Ah ne, da. Genau, da könnte ich auch anderen Stuff. Ah, da ist sogar die Blume, die wir eingesammelt haben. Sehr schön, sehr schön. Na gut. Okay. Mission abgeschlossen, was nun? Ah ja, passiert irgendwas. Deputies? A word, if you please. So famous already. I love it. You are in there too. Are you a member of the council? I'm Annie Bagmorda, quartermaster of the Scavengers Guild. We don't have a seat in there, but they all know exploring the Badlands without us would be a bad idea. That's why you should stop by our headquarters downtown. You'll need our services, I'm sure. Is that compulsory? No. But you'll find our services useful. Everyone does. Did Lord Karan not tell you? No. He pretty much stuck to giving orders. Oh, right. Anyway, we offer plenty of help and advice to beginners like you. We are grown-ups, you know. At least, most of us are. Of course you are. Well, good luck. Scavengers, huh? I never knew if they were legit or not. They're tough, these scavengers. Fearless. I'd rather visit the temple, honestly. So what do you think? Should we check out their headquarters? It's not far, but I've had enough talking. Let's go kill some monsters. If there's business to be done, we can't afford not to. Ja, eigentlich will ich auch. Ich will jetzt endlich mal loslegen. Warte mal, Moment, wo? Schnellkauf. Befindest du dich in der kannst du Schnellkauf in der sondern diese. Das, ah ja, okay. Ja, das war, was ich schon gemacht habe. Warte, das sind doch nicht alle, oder? Doch. Die sind bloß aufeinander gelegen. Ich möchte die eigentlich nicht besuchen. Ich möchte auch Monster töten und so. Neuer Wegpunkt. Kann ich hier raus? Ich will hier raus. Stadtwache. Ich will raus. Ich will. Ja, lasst mich raus. Ich möchte. Na gut. Das ist ganz witzig. Ja, dann gehen wir mal zu der und reden mit der. Ich will eigentlich loslegen. Ich möchte einen Kampf mal richtig bestreiten. Mach mal ein wenig schnell durch. Bis später. Well, fine. Feel free to visit us. Are there others? Anywhere we can set. By the way, in what? Get out. Plünderer sind ganz nett. Oh, and I guess so. Ja. Erreiche den. Ah, endlich, finally. Oh. So, jetzt möchte ich mal raus hier. Ich möchte sehen, was zu tun ist.
Ich möchte sehen, wie die Lage ist. Okay, einfach so da raus geht's. Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie die Weltkarte aussieht. Ja. Oh, ich gehe mal davon aus, jetzt gibt's eine Weltkarte, oder? Ja. Reisekarte. Ah, so viele Tutorials. Oh, das ist ein bisschen zu viel von Anfang. Nahrung sammeln oder jagen. Sie können auch Zutaten zur Herstellung finden und andere Reisende. Oder sogar Monster treffen. Okay. Bei langsamem Gehen bewegt deine Gruppe sich vor. Sie versucht vor Monster verborgen zu bleiben. Okay. Sind in ihrem Bevorzugung sehr nützlich. Ihr findet mehr Nahrung. Wahrscheinlichkeit von Monster zu ist geringer. Tatsächlich, einer von meinen Helden ist sogar. Der hat sogar Terrain-Bonus Wald. Okay. Ich will zu diesem Außenposten reisen. Jetzt muss ich angeben, wie ich reise. Schnell, normal oder langsam. Wir machen einfach mal normal. Reiseeinstellung. Stufe aufsteigen. Die können Stufen noch. Genau, deswegen habe ich den Zauber gemacht. Wirkt den Zauber gute Beeren. Dadurch wird Nahrung produziert. Okay. Dann ja nochmal so, dass sie immer munter und zu einem bereit sind. Reist die Gruppe nicht länger als 8 Stunden am Tag. Somit bleibt ihr. Okay. Essen, schlafen. Und unterbrochen und deine Helden müssen weiterreisen, obwohl eine Rast angebracht wäre. So wächst die Müdigkeit. In Grenzen bringen. Okay. Dein Hirsch, Gruppe, Essenration, konnte keinen Gebrauch machen. Stimmt ein altes Lied an. Jetzt ist gerade dunkel. Kampfbegegnung. Banditen. Eine Gruppe feindlicher Kreaturen konnte euch überraschen. Das ist nicht gut. Wir wurden überrascht. Das ist schlecht. Okay. Dann werden wir diesen Kampf noch bestreiten und danach werden wir leider nicht so wirklich sehen, wer wann dran kommt. Überraschungsangriff. Lagern überrascht. Du musst die Angreifer bekämpfen, bevor ihr verschwinden könnt. Durch die Überraschung kannst du beim ersten Zug des Kampfes keine Aktion ausführen. Halte dich nicht mit Zaubern und Kräften zurück. Nach dem Kampf wird die lange Rast abgeschlossen, also steck all deine Energie in diesen Überlebenskampf. Hiermit wartet dein Charakter auf der bestimmten Bedingung, um den Zug des anderen zu ready. Kannst du abhängig von deinem Charakter seine Ausrüstung und seine Fähigkeiten vorbereiten. Dann wollen wir trotzdem eine vorbereitende Aktion ausführen. Damit ist okay. Ja, wir haben ausgerechnet an einem Banditenlager gerastet, wie es scheint. Hier sind 2 Banditen und wo sind die anderen? Ist die Frage. Faustus. Ah, da drüben. Okay. Jetzt kommt der Kampf. Ja, alle sind überrascht, deswegen setzen wir aus, oder wie? Christian ist auch noch überrascht. Kommt als letztes dran. Geil. Aua. Na gut, wir müssen alles einsetzen. Gut, er ist ausgewichen. So. Zauber wirken. Wir sollen alles einsetzen, was wir haben, also setzen wir alles ein, was wir haben. Magie zum Beispiel. Bandit. 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 Ballern. Jetzt würde ich gerne... Ja, ich kann nicht hier raus mich bewegen, sonst kriegen die einen Gelegenheitsangriff. Wow, der hat aber ein großes Schwert. So, du bist die Klerikerin. Die Kampfklerikerin. Die kann eigentlich auch zuschlagen, würde ich sagen. Oder wir schauen mal, was für Zauber kann sie. Verderben. Von Kreaturen für begrenzte Zeit. Mehrere Kreaturen. Ziel 3. Oh, okay. Das machen wir. Du und kann ich dich erwischen? Bist außerhalb der Reichweite. Ihr, eure Würfe werden verschlechtert. Oh, du hast einen Rettungswurf dagegen geleistet, wie es scheint. Wähle und wirke einen Zauber. Kann ich nochmal? Also. Tja, das war deins. So, du überrascht leider den Gegner, aber du schlägst daneben. Kannst du nochmal zuschlagen. Und nochmal daneben. Geil. Das wird nichts. Das wird gar nichts. Oje, 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 oje.
So, wen machen wir? Der sieht am stärksten aus mit dem Schwert. Straßenräuber, mittelgroß Humanoid. Wir wissen nichts. Ich weiß nichts über die. Deswegen gehe ich lieber auf den Banditen. Da kann ich draufhauen. Warte mal, kann ich eine Kraft einsetzen? Was habe ich denn für geile Kräfte? Göttliches Gespür? Nee. Ein Zauber? Nee. Dann Angriff. Göttliches kann einen Zauberplatz ausgeben, um das Ziel mit zusätzlichem Stand. Niederstrecken! You should have fled. Yes, Sir. Ja, göttliches Niederstrecken ist geil. Gut, ging daneben. Mit seinem Krummsäbel ging auch daneben. Sehr schön. So. Zauber wieder wirken. Wir haben immer noch magisches Geschoss. Das können wir auf den jetzt wirken und auf den zwei. Bam, bam, bam. Oh, sehr schön. Kann mich immer noch nicht wegbewegen, sonst kriegen die Gelegenheitsangriffe. Ah, ja, ja, ja. Gut, gut, gut. So, jetzt versuch mal draufzuschlagen. Perfekt. Oh, was? Göttliche Macht fokussieren, um zusätzlichen Schaden zuzufügen. Dann hau zu! Schade. Naja. Gut, Leertaste funktioniert auch, um einfach weiterzumachen. Ja, du greifst den an. Diesmal triffst du auch. Sehr schön. Mit dem hinterhältigen Angriff sogar, weil der nicht mehr auf dich achtet, oder wie? Sehr schön, sehr schön. Dann sneak dich gleich hinter dem. Als nächstes ist der dran. Ja, außer Christian macht ihn weg. Diesmal nicht. Sehr schön. Lange Rast beenden. Nach einem Nächtlichen kann deine Gruppe gefahrlos weiter schlafen und lange Rast abschließen. Lagerfeuer. Mhm. Looten kann man davor aber noch. Sehr schön. Oh, ach, schaut euch das. Wow, 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 wow. Dann. Ja gut, nicht jeder muss alles aufsammeln. Das Geld. Das Geld nehmen wir schon mal an uns. Die Rationsbeutel können wir auch mitnehmen. Geld. Das war, glaube ich, was Wertvolles. Ansonsten. Zweihandschwerter der Typi. Ein Kettenpanzer. Lederrüstung. Krummsäbel. Leichte Armbrust. Was ist das? Krummsäbel. Noch mehr Geld. Nee. Sonst brauchen wir nichts. Wie sieht's hier in der Umgebung aus? Kann man hier irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Ist einfach nur Kampfgelände, das man verwenden könnte. Ja, dann rasten wir weiter und dann... Genau. Und dann geht die Reise wahrscheinlich weiter zu unserem Ziel hin. So, erfrischt. Du kannst die Reise immer manuell und unterbrechen. Dann kannst du aber klicken und eine neue Herstellung beginnen. Okay. Da machen wir nochmal Pause. Diesmal ohne Probleme, wie es scheint. Und dann sind wir am Außenposten angelangt. So, und jetzt schauen wir uns noch an. Ah, Sie sehen schon. Sieht nicht so gut aus, aber wie sieht es hier wirklich aus? Das sehen wir uns noch an und dann... Langer Part, sehr langer Part. Wir haben nahezu, ja, wir haben schon viel vom Spiel gesehen, aber noch wirklich etwas. So that's Cara Lem. We're almost there. It's just up the hill. It's a little too quiet, don't you think? Es ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Da oben ist es irgendwo. Okay. Und irgendwas ist hier passiert. Aber was hier passiert ist, das könnten wir in einem Let's Play dann dort herausfinden. Wenn ihr Bock darauf hättet, es herauszufinden, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, war es sehr informativ für euch zuzusehen. Und hat auch ein wenig Spaß gemacht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.